herzlich willkommen zur Verse Night, die Show mit entspannten Klängen und Informationen rund um Star Citizen. Präsentiert von Astro Sam und Mitch van Heijden. Hallo meine Lieben da draußen, es ist wieder der zweite Dienstag im Monat. Zeit für die Verse Night, seid mir willkommen hier im Livestream oder natürlich auch hallo, wenn ihr später die Aufzeichnung euch anschaut, anhört, wie auch immer. Ich bin der Mitch van Heijden und ich bin natürlich nicht alleine. Wir haben wieder tolle Gäste dabei und natürlich den Astro Sam. Grüß dich! Wunderschönen guten Abend, lieber Mitch, liebe Community. Toll, dass wir alle wieder heute zusammen sind und wir haben mega spannende Gäste heute mit dabei. Und zwar den Hexi und Hefcorn. Hallo, ihr zwei. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich freue mich mega, dass ihr hier seid. Wird ein super spannender Abend. Hexi, du hast ja vorhin schon in deinem Stream angekündigt, wir werden heute all deine Hintergründe, deine dunklen Geheimnisse aufdecken und erfahren. Ach, alles, alles. Ach, Gänsehaut. Schön. Und wir haben Musik am Start. Und Dani ist heute leider nicht dabei, unser Chatbot, aber den werden wir dann hier irgendwie geartet ersetzen. Also wenn der Neo meint, ja wieder 5 Smileys hintereinander posten zu müssen, dann wird er gleich erstmal gekickt. Ja, gut. Das kennt er aber schon. Das kann er abhaben. Ja. Schreibt er schon. Wir haben noch einen dritten Gast, der kommt gleich im Musikblock wahrscheinlich dazu. Genau. Verraten wir es schon oder lassen wir das als Überraschung erstmal? Ich glaube, ich habe es ja im Trailer auch schon angekündigt. Stimmt. Also. Den Mr. Blackbones haben wir noch mit dabei. Freue ich mich auch drauf. Ich habe ihn gerade angetriggert. Der schwebt immer zwischen seinem Streamplan und der Familie und wollte aber auch gerne zu uns kommen. Und deswegen hat er gesagt, ich komme zu euch, einen Talkblock kriege ich hin. Dann kommt er irgendwie in der ersten Musikpause, im ersten Talkblock ist er dann hier. Dann lernen wir Mr. Blackbones kennen und den Rest der Sendung werden wir dann mal Xi und Hefcorn kennenlernen. Freue ich mich schon mega drauf. Und Frage des Monats, Mitch. Sollen wir direkt einsteigen? Na klar. Ah gut, dann machen wir direkt die Frage. Nee, pass auf, wir fangen mit was anderem an. Moment. Okay. Erstmal kleiner Hinweis. Es gibt wieder ein Bar Citizen Ruhrpott und zwar am 10.06. um 14 Uhr. Es ist ein Samstag, wieder in der Essener Dampfe. Wir wollten eigentlich, also Gux und ich wollten eigentlich mal nach einer anderen Location schauen. Haben auch geguckt, nichts Richtiges gefunden und haben gesagt, komm, wir machen nochmal die Dampfe und gucken aber immer noch so ein bisschen. Wir würden uns freuen, wenn diejenigen unter euch, die da gerne hinkommen möchten, unter gux.de/barcitizen oder unter barcitizen.versenight.net sich mal kurz anmelden würden. Da ist wieder so ein Nudelformular. Nicht Doodle, sondern Nudel, nimmt der Googsteller immer. Und da kurz euren Nick reinschreiben und ein Häkchen machen, dass ihr kommt. Dass wir so ein bisschen planen können, wie viele Plätze wir reservieren sollen. So viel dazu. Und dann machen wir jetzt die Frage des Monats. Und da möchten wir diesmal von euch wissen, passend jetzt eben auch zum Bar Citizen, ob ihr Community-Events besucht, wie das Bar Citizen oder die Con 42, die jetzt letzten Monat war. Und als Antwortmöglichkeiten haben wir da alles Mögliche von kein Interesse, bis auf jeden Fall, dass ihr weder Weg noch Kosten scheut und mitmachen, wie immer, unter frage.versenight.net oder einfach den QR-Code einscannen, der immer mal wieder im Laufe des Abends auch zu sehen sein wird. Da muss ich ja gleich auch noch mitmachen und mir tiefgreifende Gedanken machen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz und nicht gelogen. 3.19, habt ihr schon reingeguckt? Wie findet ihr Lorville und so weiter und die ganzen Neuerungen, Mining? Schießt mal los. Ich habe definitiv in den Streams reingeguckt und jetzt kurz, bevor wir auch in die Sendung gegangen sind, habe ich mir nochmal Lorville angeschaut. Da hat jemand in der Facebook-Gruppe, die ich so kenne, auf einmal geschrieben, dass er total enttäuscht ist von Lorville und dass es nicht mehr das Gefühl vermittelt, eine große Stadt zu sein. Und habe ich mir gedacht, was ist das denn jetzt für ein komischer Mensch, der da die ganze Zeit irgendwie was auszusetzen hat. Und dann habe ich mir das ein Hater. Dann habe ich mir das heute mal angeguckt und in diesem Aspekt. Und es gibt ein wunderbares Video natürlich als Vergleichsvideo zwischen den beiden Städten. Und ich musste dir recht geben.
Ach du meine liebe Güte, da ist sehr viel an Charme verloren gegangen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist da unheimlich viel auch dazugekommen, wenn man, wie du geschrieben hast, die richtigen Blickwinkel sich auch aussucht. Dann funktioniert das ganze Ding. Mhm. Aber letzten Endes nichts Halbes, nichts Ganzes. Man kann sich dran gewöhnen, finde ich gut. Mhm. Und mein Hype im Moment ist tatsächlich, ich bin immer so an den kleinen Dingen begeistert, diese Aufsaugmechanik von dem FPS-Tool, dass man tatsächlich jetzt die Steinchen in den Rucksack saugen kann. Ach was, das ist mir noch gar nicht über den Weg gelaufen. Mit der Prospector, das funktioniert, ja? Nicht mit der Prospector, ich meine das FPS-Mining-Tool. Also du bist am Handmine, wir haben ja das neue Yalanit, wird es geschrieben, wird wahrscheinlich Channelite ausgesprochen. Das neue Material, was du mit dem FPS-Mining-Laser abbauen kannst. Das kleine Ding hat jetzt auch einen Aufsaug-Laser, das meine ich. Okay. Also das Multitool. Das Multitool, ja, genau, genau. Ach so, jetzt begreife ich das. Das heißt, du hast irgendwie Steine am Boden liegen, kannst die aufsaugen und die sammeln, die, du brauchst sie nicht mehr in die Hand nehmen, in dein Inventar stecken. In die Hand nehmen, in dein Inventar stecken, nee, sondern du kannst es direkt aufnehmen. Du musst einen Rucksack anhaben, sonst geht's nicht. Ja, aber das ist ja eine coole Neuerung. Da habe ich noch gar nichts von gehört, gesehen. Aber ich teste jetzt auch nicht so viel. Das ist der sogenannte Dyson-Aufsatz beim Multitool. Okay. Nein, natürlich nicht. Es ist nicht der Aufsauglaser, ja. Entschuldigung, Neo, Entschuldigung. Das. Das hat bestimmt. Wie heißt das denn? So ein Aufsaugstrahl. Müssen wir jetzt mal in Richtung der Community gucken. Da das weiß es bestimmt jemand. Das ist der Schubing-Kobold. Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen, dass es das geben wird. Finde ich aber interessant. Bin ich mal gespannt. Lorville habe ich 15 bis 20 FPS und bin da jetzt ein bisschen rumgelaufen. Mit den U-Bahnen, also mit den Wegen und so weiter hat sich ja nichts geändert großartig. Ich finde, es ist noch nicht fertig. Also es ist jetzt erstmal so die erste Iteration des Umbaus, aber das wirkt alles, obwohl es jetzt größer ist, wirkt es alles kleiner, weil es so neblig ist, so diesig. Und wie gesagt, Performance ist bei mir nicht so toll. Was mich begeistert hat, sind die Wolken auf A-Corp, weil A-Corp jetzt endlich Wolken gekriegt hat und dadurch richtig cool ausschaut. Und die meisten Piloten sagen ja, Wolken sind böse, da verstecken sich die Berge drin. Und bei A-Corp kannst du sagen, Wolken sind böse, da sind die Hochhäuser drin. Da muss man dann wirklich aufpassen, wenn man da anfliegt, ne, dass man auch nicht irgendwo vorkracht. Aber ich finde es ziemlich cool. Und Hefcon? Also zum Thema Lorville bin ich mega gespannt, weil jetzt wird es für mich vorstellbar, dass das ganze Zeug, dass die ganzen Gebäude ein Interieur haben. Und ich sehe alles immer, was ich im Spiel angucke, auch immer vor dem Hintergrund, was soll es werden, wo soll es hingehen, und dann spielt die Fantasie für mich mit eine große Rolle, zum einen das, was man tatsächlich sieht, zum anderen das, was man gesehen hat, in welche Richtung es gehen soll, und für mich ist jetzt dieses Bild noch klarer, wenn ich jetzt über Lorville fliege, da in dem Gebäude, da drüben, hinter dem Fenster, da könnte ich stehen, das könnte meine Wohnung sein. Das ist jetzt noch mehr da denn je. Ja. Und ich bin auch ganz gespannt drauf. Ich habe jetzt schon mehrere Sachen angeguckt, aber noch wenig selber ausprobiert zum Thema Mining. Das ist ja quasi einmal neu, einmal komplett umgekrempelt. Und da bin ich echt gespannt. Und auch das Thema Salvaging, dass das nochmal erweitert wird, dass man jetzt im Prinzip ja auch salvagen gehen kann ohne eine Vulture. Weil das Thema Hülle abbauen ist ja nur ein Punkt. Man kann jetzt Komponenten, Waffen etc. auch abnehmen. Und dafür brauche ich eigentlich nur ein Schiff mit Laderaum. Da habe ich jemanden erlebt, der einen Exploit ausgenutzt hat. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Der hatte, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, feuernde Gatling-Guns mit dem, mit diesem Tractor-Beam-Tool genommen und hat die in den Raum mit den ASOP-Terminals gelegt.
So, dass du keine Chance hattest, Schiffe zu spawnen. Du bist halt immer von diesen Kanonen erschossen worden und er hatte da 3-4 Stück von. Und wenn du es geschafft hast, da drum herum zu laufen oder drüber über die Schusslinie quasi hinwegzuspringen, dann hat er die mit dem Fractalbeam genommen und hat versucht, dich manuell zu erschießen. Also das war schon nicht so eine schöne Spielerfahrung. Dann habe ich eine Beschwerde gelesen. Offensichtlich hat CIG dann das wieder abgestellt, dass man in den Armistice Zones diesen Tractor-Beam nutzen kann. Und dann war sofort eine Beschwerde da: Oh, jetzt kann ich meine Kisten gar nicht mehr sortieren auf dem Schiff. Das ist so doof, schaltet das wieder ein. Also da bin ich noch gespannt, wie da deren Lösungsansatz aussieht. Aber ich glaube, wenn es irgendwo Lücken gibt, die man ausnutzen kann, wird es immer Spieler geben, die das dann entsprechend auch missbrauchen und ausnutzen. Ja. Ich bin den Spieler übrigens losgeworden, indem ich dann, nachdem ich im Krankenhaus aufgewacht bin, habe ich gesagt, okay, ich werde dir dein Spiel jetzt mal schön verderben und bin ihm die ganze Zeit vor der Sichtlinie rumgesprungen. Also immer so einen Zentimeter entfernt und irgendwann hat er dann genervt aufgegeben. Insofern. Griefen, den Griefer griefen macht mir besonders viel Freude. Das ist gut. Ja, aber schön, dass du so Sachen beschreibst, weil ich finde, genau dafür ist die Alpha ja da. Genau solche Sachen rauszufinden und um jetzt auf das Beispiel mit dem Traktorstrahl und Multitool und so einzugehen, sie müssen ja dafür eine Lösung finden, dass ich eben in einem Hangar die Sachen rumtragen kann, ohne jetzt im Nachbarhangar meinem Nichtkumpel die Waffen abzubauen. Ja, dass das eben nicht geht. Oder beziehungsweise müssen da entsprechende Mechanismen oder Vorkehrungen getroffen werden, um so etwas eben vorzubeugen. Insofern, ja, alles, was ihr rausfinden könnt, tut es. Wenn das, ich sage immer, wenn es so ein Fehler, so einen offensichtlichen Fehler, wenn der es ins Spiel schafft, in die finale Version, dann regen sich alle richtig auf. Ja, vielleicht nochmal zum Thema, dafür ist eine Alpha da. Da habe ich ja jetzt auf Basis dieses Facebook-Eintrages auch entsprechendes Feedback bekommen, so von wegen, ja, das wird ja noch weiter ausgebaut und das ist ja noch eine Alpha, bla bla bla. Wie gesagt, das ist alles echt eine Geschmackssache, dass ich so eskaliert bin oder wie soll man das beschreiben, so ein Meltdown hatte, liegt einfach an der Gesamtsituation, die mich gerade extrem ankotzt. Und das baut sich aber schon seit langem auf. Und Donnerstag bzw. Freitag war einfach dieser Tropfen zu viel, dass ich einfach irgendwo mal in den Wald schreien musste. Und da kam mir die Facebook-Gruppe einfach gerade richtig. Wobei ich auch nochmal sagen muss, erstmal war das irritierend für mich, wer sich aber hinsetzt und damit auseinandersetzt. Du hast ja absolut recht gehabt, absolut. Aber das heißt, ich habe mir bis dahin den Vergleich nicht angeguckt und jetzt ist mein Wunsch ganz klar, ich will diese Stadt größer haben. Mhm. Also ja, definitiv. Man muss halt erstmal manchmal so ein bisschen mit der Nase draufgestoßen werden. Ja, wie gesagt, ich glaube, sind so verschiedene Aspekte. Die Grundidee, die sie haben, die geht ja vielleicht in eine richtige Richtung. Also wenn man sich das jetzt anguckt, es wirkt schmutziger, es wirkt industrieller, die Strukturen sind interessant. Aber was mich halt schon seit, ich glaube, 2017 oder 2018 echt ankekst und was mir manchmal einfach in gewissen Momenten, letzte Woche war so ein Moment, dann wirklich mich zum Explodieren bringt, das sind diese ständigen Versprechungen, die aber, von denen ich mich so hypen lasse, das ist vielleicht auch meine Schuld, dass am Ende diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Sie haben gesagt, oh, und Lorville wird so groß wie nie zuvor und das wird so großartig und oh, und ich habe einfach riesengroße Erwartungen gehabt. Lorville ist meine Lieblingsstadt, da hängt mein Herz dran. Ich war schon immer, also ich bin nie Richtung Microtech abgetuckert oder so, es war immer Lorville. Ich habe diese Stadt geliebt. Und dann wiegt es natürlich auch noch mal ein bisschen mehr. Und als ich dann mir das mal betrachtet habe, dass sie da wirklich 2 Dutzend Häuser rumgewürfelt haben und der Rest sind einfach Bodenstrukturen mit ein paar Gräben drin, da habe ich einfach innere Schreikrämpfe gekriegt, weil ich dachte, wieso ist man nicht in der Lage? Die haben mit A-Corp haben die eine richtig
geile Stadtstruktur. Wieso nimmt man nicht so eine Stadtstruktur und baut daraus eine Innenstadt, sodass es wirklich wie eine Stadt aussieht und nicht nur wie 3, 4, 5 Gebäude, die ein bisschen geschickt hingestellt wurden. Und dann hat man einen Außenbereich, wo die Gebäude sich ein bisschen auflockern, wo dann irgendwo zwischendurch die großen Gebäude steht, wo man dann noch reinlaufen kann. Und in den Außenbereichen, dass man da vielleicht auch sowas hat wie Slums, aufgelockerte Gebäude, Landwirtschaft, das ist noch so ein Punkt, ja. Also wie gesagt, da kam so eins zum anderen. Da stellen sie diesen armen Menschen, der gerade nichts zu tun hat, stellen den hin und lassen den Rennstrecken bauen. Wo ich mich frage, Alter, echt jetzt? Ihr habt keine Fauna, ihr habt keine Flora, ihr habt keine Ozeane, ihr habt fucking überhaupt gar nichts, keinen Wald, nichts. Und der baut Racing, Go-Kart-Strecken. Und da bin ich total durcheskaliert. Und dann dieses scheiß ISC, das gibt's doch gar nicht. 13 Minuten lang erzählt er über Go-Kart-Strecken. Bedienung, ich brauche einen doppelten Schnaps für ein Astro. Alter, und da bin ich so durchgedreht, ich wollte einfach nur in meinen Monitor schlagen, weil da kam einfach so alles zueinander. Das Anlügen, die Enttäuschung, das ISC und so und dann bin ich einfach dreht und das tut mir leid, die Facebook-Gruppe war da gerade irgendwie da, dann habe ich da mich einmal ausgekotzt und mich dann nochmal mit meiner Kaffeetruppe ein bisschen, ich habe die auch nochmal angeschrien, tut mir leid, das war nicht persönlich gemeint, ich musste es irgendwo loslassen und inzwischen bohre ich mich wieder ein bisschen. Ich bin wieder ganz gechillt, ich bin ganz. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass du eskaliert bist. War vielleicht nicht verkehrt. Fand's jetzt auch nicht so heftig. Ja. Ich glaube, dass deine eigene Emotion viel stärker war. Der Text war immer noch sehr, sehr sachlich und so weiter. Also von daher passte das ja auch. Ich kann aber, also wer bitte nicht, der jetzt gerade zuhört, hatte nicht schon seinen Exodus mit Star Citizen. Ja. Wo man selbst gesagt hat, ich passe jetzt meine eigene Erwartungshaltung vielleicht doch noch ein bisschen an oder wie auch immer, was mir sehr, sehr geholfen hat. Aber ich muss ganz stark sagen, einen Punkt würde ich gerne noch mal als Frage stellen, bin ich zu naiv, wenn ich sage, dass diese Star Citizen Entwickler, wer das auch immer ist, also irgendwelche Menschen, die dann Sachen behaupten, ist das nicht einfach ein fehlgeleitetes Engagement oder ein fehlgeleitetes Vorhaben und dann scheitern sie mal wieder und müssten eigentlich schon seit 17 Jahren gelernt haben, nee, wir kommunizieren mal lieber ein bisschen verhaltener, weiß ich nicht. Ja. Da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Also, gerade was diesen Marketing, also jetzt muss man, glaube ich, differenzieren. Die sind unglaublich brillantes, was Marketing betrifft. Die sind so geil, wenn es darum geht, ihre Raumschiffe in Szene zu setzen und so. Also, das ist unglaublich. Die müssten eigentlich für Volkswagen oder Mercedes arbeiten oder was weiß ich. Ja, die sind so gut, diese Leute da im Marketing. Die versprechen mir zu viel. Aber was sie insgesamt gemacht haben, ist, dass sie ja all ihre Entwickler irgendwie gedeckelt haben. Und das ist ja meine Kritik an dem Inside Star Citizen, weil das hat nichts mehr mit Inside Star Citizen zu tun. Das ist eigentlich nur noch Star Citizen Pictures, könnten sie es nennen oder sowas. Aber das hat nichts mehr mit Inside zu tun. Das ist kein Open Development mehr. Wir kriegen keinerlei Informationen über den Stand der Entwicklung mehr. Und das geht schon längere Zeit so. Alle, weiß ich nicht, einmal im Quartal kriegen wir so ein Sprint-Report oder so. Das ist so ein Schatten dessen, was wir früher mal bekommen haben. Und ich finde, da haben sie sich viel zu weit zurückgezogen. Warum denn? Was spricht dagegen zu sagen, wir stehen gerade an dem Punkt, wie sie es früher gemacht haben. Wir haben die und die Herausforderung, die gilt es zu lösen. Und wir haben die und die Ideen dazu. Warum denn nicht? Da muss ich aber kurz einhaken. Ja, hau raus. Jared Huckabee hat sich dazu ja mal geäußert zum Thema, dass es in der Form, ich meine, das gab es ja mit Mike Aben zum Beispiel auch, der gesagt hat, er fixt lieber Bugs, als zu erklären, wie er sie gefixt hat. das ist ein ähnliches Prinzip. Also die Entwickler brauchen natürlich immer Zeit, die sie aufwenden, um diesen Inhalt aufzubereiten, um ihn den Leuten zu präsentieren. Du musst den Text überlegen, du musst dir sagen, okay, wo stehen wir gerade, was davon können wir jetzt zeigen? Selbst kann man überhaupt was zeigen oder ist es so verbuggt noch, obwohl das ein ganz anderes Problem ist, das mit einer anderen Mechanik in Verbindung steht, aber das System funktioniert eigentlich, nur zeigen kann man es nicht, weil beim Zeigen läuft es halt schief. Und dann stelle ich, also ich bin da irgendwie gefühlt positiver. Ich verstehe deinen Ärger voll und ganz und ich habe auch schon meinen Frust gehabt und erst gestern hatten wir es beim Spielen wieder, dass ich gesagt habe, ja, wer kennt es nicht, Everfrust Harbor.
Echt? Ja. Everfrost Harbor, das ist ja ein geiler Name. ja, aber trotzdem ist es für mich so, dass ich sage, was erwartet, also es ist immer eine Frage der Erwartungshaltung natürlich. Und wenn man Teil der Entwicklung sein will und diese tiefen Einblicke haben will, ich finde immer, also für mich persönlich empfunden, ist so ein bisschen Doppelmoral, auf der einen Seite zu sagen, hey, da hat jemand was in seiner Freizeit entwickelt und wir nutzen das jetzt. Ich finde die Kartstrecken zum Beispiel super, unfertig, aber die Idee finde ich mega. Also ich jetzt persönlich. Und auf der anderen Seite dann zu sagen, der könnte ja was anderes machen. Nee, kann er vielleicht nicht, weil er sich mit der Materie gar nicht beschäftigt. Das ist im Prinzip, ich sage immer, das ist wie beim Hausbauen. Du kannst nicht, nur weil der Maurer mit der Mauer fertig ist und die andere Mauer kann er noch nicht machen, sagen, ja, dann verleg schon mal die Rohre im Bad, weil das ist nicht sein Job. Meinst du, der ist nur dafür angestellt, Rennstrecken zu bauen? Nein, natürlich nicht. Aber weil du jetzt Flora und Fauna angesprochen hast, vielleicht ist Animation in Form von Tieren und Pflanzengedöns ist halt nicht sein Thema. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was er genau sonst noch so macht. Aber dann soll er Straßenassets bauen für die Planeten oder so. Keine Ahnung, sie wollen das Flusssystem ja verwenden, um damit dynamisch Straßen zu erstellen, Straßensysteme. Da bin ich ja noch gespannt drauf, ob das kommt. Ja. Also der Mr. Blackbones ist gerade erschienen im TS. Ich schiebe ihn mal runter. Ja. Hallo. Hey, wunderschönen Abend. Hallo. Guten Abend. Hey. Hallo. Schön, dass du es geschafft hast. Ich mach wunderbar. Danke für die Einladung. Ich muss euch mal kurz ein bisschen leiser stellen. Uns leiser stellen? Wir müssen dich lauter stellen. Wisst du mal. Dann passiert. Wo stelle ich euch leiser? Gute Frage, ne? Lautsprecher, Lautstärkeregler. Im Teamspeak 3 müsstest du oben rechts einen Schieberegler haben. Oben rechts ein Schieberegler. Unter dem X. Nee, leider nicht. Oder du musst mal gucken, dass du das irgendwie übers Menü aktivierst. Lautstärke anpassen. Hier habe ich was gefunden. Okay, ja, genau, gut. Extras Optionen. Genau, schön, wir sind gerade bei der 3.19, genau. Speziell bei Lorville. Astro hatte auch schon ein bisschen geraged und reden gerade darüber, was die Entwickler hätten machen können, statt Rennstrecken zu bauen. Von mir ganz kurz mal so der Gedanke zu dem Thema. Man sieht es jetzt gerade hier in dem Video, was du gemacht hast, Astro, ne, dass selbst die U-Bahn-Strecke ist ja noch verbuggt, dass da teilweise die Wände noch mit reinragen und dein Charakter springt da die ganze Zeit. Das ist noch nicht fertig. Was mich ein bisschen erschreckt hat, ist wirklich, als ich jetzt das erste Mal Lorville angeflogen habe. Also ich habe erst dieses neue Tutorial gespielt, was du ja auf Era 80 machen musst und bin dann rübergeflogen. Da ist ja total drauf abgegangen, ne? Das scheint nicht gut zu sein. Was ist deine Meinung? Es ist nicht gut. Sehr schön. Aber ich bin dann rübergeflogen nach Hurston und ich war richtig schockiert über die Performance. Also dafür normalerweise ist es ja Trickserei, wenn ich viel im Nebel habe, damit ich nicht so viele Polygone darstellen muss. Und also die ganze Stadt ist vernebelt und trotz alledem habe ich eine miserable Performance. Das hat mich echt schockiert. Und da muss noch ganz, ganz viel passieren. Das ist vorn und hinten noch nicht optimiert. Das haben sie jetzt erstmal reingepackt, weil sie was haben, was sie reinpacken können. Ja, hier sieht man es in dem Video, ne? Wie das alles hin und her buggt und so. Das ist schon, nicht schön. Liegt das vielleicht an den Wolken? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da kommt ganz, ganz viel zusammen. Also, aber wir sind auch immer noch beim Thema Gen 12 Renderer und Vulkan. Ich denke, dass sie da schon irgendwelche Sachen mit eingeplant haben an Performance-Kosten, die sie noch gar nicht frei haben, weil der Renderer noch gar nicht so weit ist, zum Beispiel. Okay. Da kommt bestimmt ganz, ganz viel zusammen. Aber interviewen wir mal den Blackbones. Wie soll ich dich ansprechen? Blackbones? Blackbones, ja. Bones, wie es passt. Okay, ja, Bones, gerne, passt. Gerne. Deine Meinung zu Lorville, hau mal rein. Oder 3.19, was sind so deine Eindrücke? Also 3.19 allgemein, als ich drin war, es lief soweit okay.
bis diese Performance-Einbrüche, die natürlich über Lorville sind, das ist absolute Katastrophe. Also da ist noch nicht, es rendert nicht richtig rein. Wie Mitch schon gerade sagte, alles ist so ein bisschen blurry, es ist überall dieser Nebel und wenn man einmal drin ist, ist okay, sieht sehr schick aus, aber man konnte auch nicht viel über die Wolken regeln. Mhm. Was mich ein bisschen erstaunt hat, Wolken aus, zumindest war es bei mir so, komplett die Clouds aus und die FPS waren miserabel. Also war natürlich ein bisschen extrem. Ist natürlich, ich denke mal, es ist auch noch ein Optimierungsbereich, gerade bei Gen 12, es dauert noch alles ein bisschen. Mhm. Mit Area Team fand ich sehr nice, die Clouds. Ich bin ein totaler Cloud-Fan. Ich liebe es, durch diese Clouds zu fliegen und habe da mega Spaß dran. Und da war ich verwundert, da hatte ich es auf Very High stehen und es dann auf High gestellt und die Performance war genau wie auf Low und wie bei High. Da brauchte man nicht viel zu machen. Das war sehr gut, ja, sehr gute FPS, also die man halt kennt, ne? Area 18 mit 30, 40 FPS. Und da war ich sehr verwundert, ja, doch. Das ist mit den Wolken, ich finde es auch total geil. Ich liebe es, möglichst immer in der First-Person-Perspektive zu sein. Und ich finde heute schon total cool, wenn man durch die Wolken fliegt oder flog. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist bei Lorville, wie dann die Regentropfen auf die Scheiben geplattert sind und ja, dann sind sie davon geflogen und irgendwann schälte oder gerollt, gekrochen, wie auch immer. Und irgendwann schälten sich dann so die Lichter von Lorville aus der Dunkelheit in dieser regennassen Nacht. Und ich fand es einfach extrem cool. Ich habe immer zugesehen, nie mit F4 in die Außenansicht zu schalten, sondern wirklich auch First Person rein in den Hangar. Das ist mega geil. Sowas hat kein anderes Spiel bisher geschafft, ja, diese Immersion. Ja. Ja, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also es ist immer wieder ein Eye-Catcher. Ja, es ist, gerade wir auch als Spieler, die jahrelang dabei sind, ist es einfach, uns catcht es ja immer wieder. Gerade solche Dinge, die fehlen ja auch im Spiel. Also sie müssen ja auch rein. Deswegen bin ich froh, dass sie endlich auch langsam Stück für Stück dort dran arbeiten. Definitiv. Hex hat gerade sich positiv geäußert, dass man jetzt mit so einem Handstaubsauger irgendwie die kleinen Gadgets auflesen kann, die kleinen Steine vom Boden. Ist dir das auch schon aufgefallen? So Mining hast du schon ausprobiert? Nee, noch gar nicht. Ich wollte mich da noch nicht so viel spoilern in die Richtung. Mhm. Natürlich hört man auch einiges. Ich warte, bis dann 3.19 dann live ist, das, was sie im PU haben. Und ich bin ja totaler Mining-Fan. Also wirklich, ich liebe es ohne Ende. Und da freue ich mich schon mit am meisten drauf, definitiv. Und es juckt in den Fingern, in die PTU rein und das auszuprobieren. Aber versuch da ruhig zu bleiben. Sind ja nur noch ein paar Tage her. Hoffentlich nur noch ein paar Tage her. Also stört dich nicht, dass du das komplett neu lernen musst als Mining-Fan? Nee, ich finde es sogar gut. Ich finde es sogar gut, weil die viele Optimierungen, also die meisten, die ich jetzt so ein bisschen gehört habe, sollen sehr gut sein. Und man hat ja dann, also man kommt nicht immer in diesen Trott rein, wo man manchmal drin ist. Man kennt es ja als Spieler, man macht dann gerne das eine. Und meine Philosophie ist immer, dass man vieles ausprobiert. Sage ich auch immer gerne neuen Spielern, wenn ihr irgendwann mal was habt, was euch ein bisschen aufregt und macht zu viel Bounties, probiert doch mal Trading oder was auch immer, ne? Dass man auch als Spieler, der lange dabei ist, wenn es dann einen Spaß macht. Nicht jeden Catch natürlich Mining. Und da ist halt der Punkt, dass, ich finde es absolut nicht schlimm. Also ich finde es gut. Man lernt was Neues, ne? Okay. Ja, mehr über dich und deinen Spielstil und so weiter hören wir gleich im ersten Talkblock. Ich würde sagen, Mitch, wir haben schon eine halbe Stunde rum. Wir gehen mal in die erste Musik und dann talken wir noch ein bisschen weiter, Bones. Ja, sehr gerne. Da kommen wir jetzt zum ersten Musikblock und da gibt es zwei Titel. Einen aus Deutschland von Martin aus Aachen. Der macht unter dem Namen Anmina Infinity Musik und von denen hören wir Science Fiction. Der veröffentlicht auf myownmusic.de, auf Bandcamp unter Creative Commons. Und danach gibt es aus Polen Musik, ein Chill-Out-Musiker namens Alex Michalski. Von denen hören wir New Horizon. Das Ganze sind etwas über 7 Minuten und dann sind wir mit dem nächsten Talkblock für euch wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Thank you.
Von Klönschnack bis zum kompletten Interview, von Nicknacks bis zur Serverpräsentation. Jeden zweiten Dienstag im Monat gibt es Verse Night. Mehr Infos auf www.versenight.net. So, ihr Lieben, da sind wir zurück im zweiten Talkblock. Bones, ja, nochmal ganz kurz vorweg, frage.versenight.net, geht drauf, beantwortet die Frage, seid ihr auf CitizenCons, auf Bar Citizens dabei? Ja, findet ihr ganz toll, wäre schön, wenn ihr Zeit hättet oder ne, interessiert mich gar nicht. Genau, hinsurfen, anklicken und dann sind wir auf das Ergebnis gespannt. Bones, wir sind ja total lustig zueinander gekommen. Und zwar haben wir, also Verse Night, haben dich vor 4 Wochen geradet und haben gesagt so, ach guck mal, hier streamt einer Star Citizen. Nee, kenne ich nicht. Na egal, raiden wir den mal. Gehen wir rein. Und ich dachte so, boah, Black Bones, was ist das so für ein Typ?
Irgend so ein Pirat oder so ein Player-Troller oder so. Hab ich am nächsten Tag nochmal bei dir reingeguckt und stell fest, du bist eigentlich ein total cooler, netter Typ. Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Danke. Und hab dann gedacht, ach komm, den letzten Mal zur First Night ein. Insofern cool, dass du so schon Zeit hast und dass wir dich heute mal kennenlernen. Bist du schon bei Twitch mit Star Citizen aktiv? Ich muss zugeben, ich habe dich noch gar nicht registriert gehabt bis vor vier Wochen. Ich bin schon ein bisschen erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall kann ich nur die Blumen zurückgeben, definitiv. Ja, dabei. Also, ich habe Hause dabei, roundabout würde ich sagen, knapp um die 3 Jahre, sowas, um den Dreh. Mhm. Also doch schon ein bisschen länger im Verse, ja. Also auch mit den Streams. Ja. Also, du hast, wenn du sagst, du hast Pause mit Streamen oder mit Star Citizen gemacht? Mit Streamen, okay. Ja. Ja, und genau. Da war eine kleine Pause dazwischen. Aber ansonsten mit Star Citizen auch schon was länger. Also ich verfolge gefühlt seit fast Anfang an. Ich hatte mich gerade gefragt, andersrum. Also wir haben schon festgestellt, Hexi und ich, wir sind so in den 70er Jahren geboren. Bist du da auch so aus diesem Bereich? Das verstehe ich jetzt fast so. Bisschen was später. 88, okay. Ja. 35 bin ich, ja. Okay. Also zarte 25, ne, wie man okay, so. Okay. Das heißt aber 35, ja. Wing Commander, war das dann auch schon so dein Ding? Also nicht direkt. Also man hat es mitbekommen später, aber da war ich jetzt nicht so drin. Nein, das nicht. Also bei mir war da viel Konsole natürlich, die dann von PlayStation bis von Nintendo, normales Nintendo und dann noch Super Nintendo, also diese ganze Ecke. Und irgendwann kam ein bisschen PC dazu. Zum Beispiel Black and White, was gab es alles, was man Age of Empires, diese Richtung. So fing das meiste dann eher an bei mir. So bisschen, ja. Okay, jetzt hilf mir mal weiter, wie ich da die Verbindung zu Chris Roberts und Star Citizen kriege von Black and White und Age of Empires. Black and White ist natürlich schwarz und weiß, so wie die Alpha läuft. Ich glaube, das ist genau das Ding, ja. Da fing es schon an, ja. Schwarz und weiß. Wir haben ja nicht so viele Grauzonen. Hier bist du irgendwie ein riesen Sci-Fi-Fan wie bist du dazu gekommen zu sagen, ey, Star Citizen ist geil, das will ich spielen? Also, wo ich mich überhaupt mit Games sehr gerne über die Jahre auseinandergesetzt, aber ich war jetzt nicht so oft, sagen wir mal so, mit Dingen konfrontiert, die irgendwie mit Space zu tun hatten. Irgendwann ging es dann halt so weiter, ich mich selber sehr für unser Universum interessiere und so weiter. Und da irgendwann kam es dann halt, dass ich auf dieses Game gestoßen bin, wovon man mir erzählt hat, natürlich die große Vision, die mir dann auch mitgeteilt wurde. Und das fand ich so spannend. War das Anfang 2012 oder später? Das ist jetzt her, stimmt, um die 8 Jahre, wenn wir zurückrechnen. Aha. Ja, doch. Also bist in den Anfängen, doch, aber nicht ganz zu Anfang eingestiegen. Da war ich nicht dabei, weil ich fand es dort zu investieren ein bisschen aus meiner Sicht zu heikel. Fand das Projekt sehr interessant, was dort alles war. Aber da war noch nichts, wo ich sage, jetzt kann man spielen oder jetzt möchte ich gerne da einen Euro investieren und oder spenden, wie auch immer. Und habe jetzt da Spaß dran, mich damit mehr zu beschäftigen. Das kam ja später, ja. Okay, und dann bist du quasi im Rahmen deines Star Citizen, wie soll ich sagen, der wachsenden Leidenschaft für das Star Citizen irgendwann auf die Idee gekommen und hast dir gesagt, oh, jetzt will ich das streamen oder hat das schon früher angefangen? Wie bist du Creator, wie bist du Twitcher geworden? Bei mir war das so, ich bin eigentlich oder habe sehr viel zu tun gehabt mit der Gastronomie oder bin aus der Gastronomie und so weiter. Ach. Und fand YouTube immer sehr, sehr interessant allgemein. Überhaupt dieses Medium am Ende, dass das überhaupt möglich ist, dass man Videos machen kann, die Plattform und so weiter. Dann irgendwann kam Twitch und habe es sehr oft verfolgt, aber da bin ich noch nicht irgendwie als Content Creator irgendwie da reingesprungen. Und dann war es in einem Projekt, da ich Roleplay sehr liebe und dort ein Projekt in die Welt gerufen über Scum, also Survival Game, und dort dann unterwegs und gesagt, okay, hier könnte man so ein Pendant gegenüber GTA, dieses Second Life, halt im Survival-Bereich machen. Und das hat, da fing dann alles eigentlich mit an. Und dann danach ist sehr viel passiert und von da aus bin ich dann nach Star Citizen gesprungen, ja.
Okay. Du hast gerade die YouTube Devs nicht mehr ganz geliefert haben, ja. Also man kann nicht richtig, ja, genau, sagen wir mal so. Du hast gerade YouTube erwähnt. Ich gucke da gerade mal drauf. Die Zahl finde ich erstaunlich. 200, fast 90 Videos, aber nur 334 Abonnenten? Korrekt. Ich habe so gut wie nie mehr was gemacht mit YouTube. Ich hatte mich komplett auf Twitch konzentriert. Ah. Es war schwierig, also das Projekt zu leiten im Roleplay. Ich habe mir da ein bisschen zu viel vorgenommen. Dann noch YouTube und dann noch das Streamen und das ganze Management. Wir waren ein Team von 12 Mann. Das war schon Das war viel. Ja, es war schon schwierig, dann alles das unter einem Hut zu bekommen. Da musste einiges auf der Strecke bleiben. Da blieb halt YouTube ein bisschen auf der Strecke und dann habe ich mich vor kurzem erst wieder damit beschäftigt. Und das meiste, was ich dann dort hochgeladen habe, waren Shorts. Und jetzt so langsam wird es wieder aktiv. Deswegen diese Anzahl, ja, in kürzester Zeit. Okay, ja. Okay. Dein Name fällt mir gerade auf. Hier auf Twitch ist das zusammengeschrieben, auf YouTube auseinander. Wie bist du überhaupt? Ist das so ein Name, den du schon seit deiner Jugend mit dir rumträgst? Oder wie ist der entstanden? Der kam später. Der ist so ein bisschen aufgrund des Roleplays entstanden. Ah. Ja, damals war so die Rolle der Söldner und da die Story oder die Background-Story, daher kam so ein bisschen mit dieser Name. Okay, okay. Also eher der Spitzname des Söldners damals, im Roleplayer. Ja, aber es wird auseinandergeschrieben, nicht zusammen, so wie es jetzt auf Twitch ist. Ja, es wird auseinandergeschrieben. Also anders war es da leider nicht möglich, sich das nehmen, was ich da bekomme. Es steht aber nicht als Indiz, wie gesagt, ich bin ja bei dir letztes Mal rein und dachte, oh Gott, ein Pirat. Und Player, Troll oder so, aber das bist du ja eigentlich gar nicht. Ne? Wenn ich dir zugucke, bist du ein Händler, du bist ein ganz sympathischer, friedlicher Typ. Das passt so gar nicht zu deinem Namen irgendwie so in erster Instanz. Also gibt es zwei Versionen von dir? Sagst du, oh, manchmal bin ich der Pirat und dann haue ich anderen richtig auf die Mütze und manchmal bin ich eher der Miner und Trader. Wie ist so dein Gameplay? Da sind wir fast wieder bei den Black and White. Das ist auf der einen Seite die Maske waren und auf der anderen Seite gerne mal in der dunklen Ecke jemanden fragen, ob er ein bisschen Geld in die Taschen hat und danach helfen. Ich hab's gewusst. Also ein bisschen, aber kein Erzählen, nicht verraten. Okay. Genau. Das bleibt Import unter uns hier. Es ist genau richtig. Import und Export, ja. Ja, so ein bisschen von allem. Also ich versuche da immer Fairplay auch an den Tag zu legen. Natürlich ist es eine Spielfunktion, wenn man einfach einen erschießen kann, das Schiff in die Luft jagen und so weiter. Ich mag es, wenn es komplexer wird, mehr Substanz da ist, dass man interagiert mit dem Spieler. Gerne setze ich jemanden unter Drogen, wenn ich die Chance habe. Dann gebe ich ihm auch gerne wieder Detox, handel mit ihm ein bisschen und sage dann, wie sieht's aus? Was hast du in den Taschen? Vielleicht entsteht auch eine Story, das hatte ich auch schon, dass dann sehr viel Roleplay dann auch entsteht, weil das ist halt das, was ich sehr gerne liebe. Ich kann auch jeden Spieler verstehen, der sagt, okay, ist eine Game-Mechanik, ich fliege dorthin, schieße das Schiff ab, ich bin Pirate. Ist mir ein bisschen zu trocken am Ende und deswegen mache ich da gerne ein bisschen komplexere Geschichten, wenn es in diese Richtung geht. Ja. Irgendwann machen wir mal eine Piratensendung, haben Mitch und ich schon drüber nachgedacht. Wir kennen so einige, ne? Gooks macht gerne Pirat, hier der Psychshot ist auch gerne mal als Jörg unterwegs. Jörg ist ja auch der Evil Guy. Du hast auch so eine dunkle Seite. Ich glaube, wir kriegen schon so ein paar Piraten zusammen. Ich denke auch, ja. Dann machen wir eine Blackverse Night. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Ja, das ist so, das vom Gameplay her halt. Ne? Und trotzdem, das Traden super gerne. Jetzt gerade mit den Drogen, wo wir jetzt mehr verkaufen können, Widow, Slam etc., öffnet sich ja jetzt auch ein bisschen mehr Gameplay drumherum. Das normale Traden bin ich auch gerne komplett im ganzen Verse unterwegs und ja, das Meinen, Savagen, also ich mag da wirklich alles, was angeboten wird. Also, ja. Wir haben ja ein Reputationssystem jetzt schon, was später auch komplexer wird. Du kannst ja nicht traden und gleichzeitig Leute unter Drogen setzen mit einem und demselben Charakter, oder? Hast du da mehrere Accounts für? Nee, ich habe einen Account. Also das wird auch, denke ich, sehr, sehr spannend, da die Balance zu halten. Das ist auch so ein bisschen die, denke ich, dann später auch die Herausforderung. Dass man nicht immer, wie es im realen Leben ist, nicht immer alles läuft. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, dass man auch eine Konsequenz mit sich trägt, wo ich dann schon wieder Spaß dran habe, wenn sowas dann passiert, wenn es sich ergibt, diese Chance. Wie gestaltest du denn dann deine Streams? Also bist du jemand, der
andere einfach dir über die Schulter gucken lässt und du machst dein Ding, wobei in der Zeit, in der ich bei dir reingeguckt habe, hast du dir auch immer Zeit genommen für deine Community und beantwortest die Fragen und so weiter. Oder teilst du das auf, dass du sagst, so heute ist, was weiß ich, Q&A-Zeit, heute beantworte ich die Community-Fragen, morgen donnerstags mache ich Roleplay und freitags bin ich der Pirat. Hast du da irgendeine bestimmte Struktur oder wie gestaltest du deine Streams? Im Grunde immer, was ich immer versuche, ist das auch zu machen, was jeder macht. Am Ende sind wir alle Spieler und ich springe einfach rein, habe eine Idee, eine Vision und dann wird es umgesetzt und versuche da auch jegliche Frage, ob jemand neu ist, ob die Frage schon 10.000 Mal kam, genauso zu beantworten wie am ersten Tag und versuche da immer alles zu behandeln. Also es gibt keine festen Dinge, die ich mache, das ist dann halt das, was gerade ansteht. Natürlich, klar, Community-Events etc. Sowas läuft auch, aber an der Seite versuche ich mich auch immer, so gut es geht, natürlich darum zu kümmern, wenn Fragen reinkommen, dass man sie gut beantwortet. Also den Balanceakt zwischen Spielen, Fragen beantworten, informieren und so weiter. Das ist ja, das stelle ich mir, ich bin, wie gesagt, streame selber ja nicht, schon relativ schwierig vor, diesen, also dann immer die Entscheidung zu treffen, so was ist jetzt gerade wichtig, weil da will ich nachher mit Hex auch nochmal drüber sprechen. Ich stelle mir das als ziemlich große Herausforderung vor, eine Community aufzubauen und die dann auch zu halten. Wir leben in einer Zeit, in der alles sehr, sehr schnelllebig ist, in der Leute schnell Interesse kriegen und dann ist der Hype groß und dann sind sie aber auch genauso schnell wieder weg. Also hast du da ein Auge drauf oder ist Streamen für dich einfach nur wirklich so ein Ding, wo es dir völlig egal ist, was du für einen Erfolg hast, weil es ist einfach, du hast Spaß und du hast deine Community und der Rest ist dir egal? Oder hast du Ziele, dass du sagst, ja, ich möchte schon eine Kundenbindung, eine Zuschauerbindung erreichen und möchte noch wachsen und vielleicht irgendwann mal nur vom Streamen leben? Wie ist da so deine Philosophie, wie stellst du dich da auf? Also definitiv, für mich ist super wichtig am Ende, dass die Verbindung da ist, die ist sehr, sehr wichtig, weil zum Stream bin ich damals auch gekommen in einer privaten, schwierigen Zeit und hatte einen Streamer zugeschaut und fand das Phänomen so interessant, dass der Streamer, obwohl es ist ja eine fremde Person und irgendwann baut man auch schon eine Verbindung auf, eine gewisse, je nachdem wie man interagiert, und es hat mir sehr viel geholfen in der Zeit. Es war so ein bisschen, um es jetzt krass zu sagen, ein bisschen Therapie auch. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist eine Seite, die ist sehr, sehr interessant. Natürlich gibt es auch Seiten, die sind nicht so schön, wenn Hate kommt und so weiter, dann muss man halt, da braucht man halt eine dickere Haut. Aber unterm Strich ist, ja, sehr sogar. Also damals war es sehr, sehr extrem im Roleplay-Projekt, wurde es so weit aufgestellt, es ging weit bis zu einem Anwalt. Also da sind Dinge passiert, die waren schon, da hatte ich schon schlaflose Nächte, wirklich. Also es war nicht ganz so schön. Und trotzdem, so bin ich dann auch nach Star Citizen gekommen, weil das Projekt nicht mehr ganz funktionierte da am Ende. Ja. Aber da Menschen entscheiden sich manchmal für Dinge, man glaubt es kaum, da wird es extrem. Heftig. Das ist so der Punkt. Aber der Punkt ist am Ende, es sind auch Leute da, die auch noch aus der früheren Zeit da sind, die das Spiel gar nicht interessiert. Mhm. Was mich natürlich extrem freut, weil sie dann für die Person da sind. Ich verstehe auch jeden, der nur fürs Spiel da ist. Das kennen wir auch. Man informiert sich, schaut sich einen Guide an und wer auch immer ihn gemacht hat. Hauptsache, man kriegt seine Information. Das ist ja auch so ein Punkt. Kann ja nicht bei jedem persönlich anfangen. Und da sind auch Leute dabei, die sind doch schon seit 4 Jahren da. Knappe 5 Jahre und das ist einfach am Ende ja eine schöne Geschichte, ne? Dass man da Leute so lange an seiner Seite hat. Ja, wo sich dann auch Freundschaften aufbauen und richtig. Man geht da ein bisschen durch dick und dünn, ja. Also da ist Das ist also, quasi deine Priorität, aber du sagst ja, du bist in der Gastronomie, also du hast einen Hauptjob und Twitch ist für dich Freizeit, Entspannen, Spaß. Wäre das noch für dich ein Thema, was du dann irgendwann dir professioneller vorstellen kannst? Oder wird es für dich immer eine Nebensache, um Spaß zu haben, bleiben? Also in der Gastro bin ich zurzeit nicht mehr. Ach so, habe ich falsch verstanden, ja. Entschuldigung. Ja, das war früher, da war ich in der Gastro. Okay. Und die meiste Zeit ist auch schon intensiv, definitiv bei Twitch. Der Sprung ist noch nicht so ganz geschafft, wie ich es haben möchte. Aber das ist auch das Ziel, ja doch, das ist das, was meine Leidenschaft ist, was mir Spaß macht, Content Creator, es ist einfach, natürlich geht auch viel Zeit drauf, nehmen wir mal als Beispiel, letztens war ein Stream 13 Stunden, das kommt nicht immer vor, aber das ist manchmal auch, und
dann ist man auch da. Aber auf der anderen Seite ist man wieder flexibel und es ist, ja, ist eine schöne Sache am Ende. Also das würde mich schon freuen, wenn es in Zukunft natürlich dorthin geht. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen der Plan, ja. Nochmal auf Star Citizen guckend, jetzt so zum Schluss. Wie siehst du die Entwicklung? Du bist ja quasi nicht ganz zu Anfang eingestiegen, sondern vermutlich so zu V2-Zeiten, wenn du jetzt seit 7 Jahren dabei bist, also 2016, 2017 die Ecke. Bist du, verstehst du dich eher so man sagt immer böse White Knight, also als jemand, der das Projekt auf Teufel komm raus verteidigt und sagt, das ist alles super und toll und die machen das aus den und den Gründen? Oder siehst du Star Citizen eher so kritisch differenziert und bist manchmal auch eher unzufrieden? Wie siehst du, oder wie, ja, was für ein Typ Fan bist du für Star Citizen, sag ich mal? So, Star Citizen 100% große Liebe. Das ist okay. Am Ende eine Hassliebe. Aber trotzdem stehe ich nicht dahinter und Gatekeeper alles. Am Ende ist es, ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Ich mache das auch gerne in den Streams und sage das auch überall. Dann der Punkt muss irgendwann erreicht werden, wo man sagt, es ist wichtig, konstruktive Kritik zu äußern. Mhm. Und wenn was falsch läuft, natürlich im Rahmen. Wenn man jetzt blödsinnig argumentiert, das macht natürlich auch keinen Sinn. Aber wie letztens mit der 18.0, dann kann man natürlich sagen, hey, das möchten wir auch nicht mehr als Community, das können wir nicht akzeptieren. Und dass auch CRG ein paar Grenzen gesetzt werden, dass man sagt, okay, da müssen wir vielleicht anders agieren in Zukunft. Das können wir auch nicht mit der Community machen, weil wir stützen es ja auch da, wo wir können und lieben das Projekt, ja. Mhm. Und heißt nicht alles für gut, auf keinen Fall. Also ich finde es wichtig, dass man auch mal sagt, ob man was Negatives äußert und nicht alles ist pink und schön und toll und Blümchen. Hm. Das funktioniert am Ende nicht. Also da, glaube ich, wird auch Star Citizen nicht weiterkommen mit, wenn man alles für gut heißt. Hm. Ja. Also das ist, glaube ich, wirklich, ich werde manchmal falsch verstanden, wenn es mir wieder durchgeht und ich ausraste. Ich kenne das, ja. Willkommen im Club. Aber ja. Das ist eben auch, weil ich so eine extrem große Verbundenheit mit dem Projekt habe. Und ich denke mal, das wird dir wahrscheinlich eh nicht gehen. Ne? Richtig, das ist diese Leidenschaft, die ja dann rausbricht, weil man möchte ja nicht, dass es schief läuft. Man möchte ja nicht, dass das gerade so passiert. Man möchte ja, dass es diesen Erfolg auch hat oder das weitergeführt wird. Mhm. Noch eine ganz kurze Schlussfrage. Ich sehe, du bist auch verpartnert mit Eva. Wie kommt das? Also kennt ihr euch persönlich oder bist du einfach nur so begeistert davon, dass du das unterstützt? Wie ist da deine Partnerschaft? Genau, da ist der Punkt. Ich hatte es vor Jahren mal selber immer genutzt und fand es sehr, sehr interessant und dann eine Zeit lang nicht mehr und vor kurzem wieder drauf gestoßen. Und dann dachte ich mir, ja, fragst du bei den Jungs mal an. Und so kamen wir dann halt zusammen und so ist die Partnerschaft entstanden. Ja, cool. Ich habe gerade wieder neue Sprachsamples eingesprochen. Sehr schön. Damit die Sam-Stimme dann auch wieder aktualisiert wird. Ja, so habe ich dich zum Beispiel damals kennengelernt oder Kenntnis von dir genommen. Das war so, über Eva. Ja, Eva. Eva hat es zusammengeführt. Danke, Eva. Genau. Vielen Dank, Eva, ja. Sehr schön, Bones. Hat mich gefreut. Ja. Dann werden wir noch viel von dir sehen und hören. Und bin mal gespannt. Also vielleicht lernt man sich auch mal Star Citizen kennen oder so. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass du hier gewesen bist. Du hast ja gesagt, du haust gleich wieder ab. Bleibst dabei? Okay. Ich mache erstmal, genau. Ich springe jetzt gleich erstmal raus, mache dann noch weiter und ich muss unbedingt was essen. Ich falle nicht unbedingt vom Fleisch, aber muss ja irgendwie den Magen füllen. Ja, es hat mich auch super, super gefreut. Danke erstmal für die Einladung. Sehr, sehr gerne. An allen einen wunderschönen Abend noch, definitiv. Und ja, vielleicht Star Citizen, eventuell. Du bist ja vielleicht auch so aus meiner Ecke Köln. Ja, Köln ist ganz in meiner Nähe, Mitch weiß das. Und vielleicht August sitzen wir zusammen und können da mal was trinken. Ja. Nee, ich komme aus Hamburg und ich würde immer so Köln gerne mal da auch bei Mitch, bei den Star Citizens dabei sein, aber es ist echt, man glaubt es kaum, man denkt immer, ach Köln, Hamburg, das ist ja irgendwie um die Ecke. Nee, aber das ist ganz schön weit weg. Ja. Muss man auch schon vorplanen. Bei der Gamescom hat CIG dieses Mal das komplette Brauhaus ohne Namen reserviert. Die hatten ja letztes Jahr so ein Drittel reserviert hinten, da hattest du dann Puma-Käfig und für beide Abende, also Donnerstags und Freitags, ist diesmal das komplette Brauhaus reserviert und vielleicht sehen wir uns da, würde mich freuen. Ja. Sehr schön. Mitch, dir noch einen schönen Abend, Astro auch und an Hex und Hef auch und an alle Zuschauer, schönen Abend noch, Leute. Ja. Schön, dass du da warst. Toll, dass du da warst. Jo, schönen Abend noch, danke. Ciao. Tschüss. So Mitch, wie sieht's aus? Hast du dich im Hintergrund inzwischen neu organisiert?
So ein bisschen. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Diverse Night heute Abend mein Cardio-Programm ist. Jedes Mal, wenn es hier ein bisschen hakt, dann kriege ich hier einen Herzkasper gerade. Aber ich hoffe, es funktioniert jetzt. Kommen wir zur Musik, würde ich sagen, zum nächsten. Ja. Und da gehe ich mal hier eine Szene weiter auf die Webseite der Amiga Ruhrpott Convention, die ja letzten Samstag war, die auch ein Grund dafür ist, weshalb ich wenig Zeit hatte, jetzt Diverse Night vorzubereiten. Und die wurde ja unter anderem, also ich bin da im Orga-Team reingerutscht, dadurch, weil CZ Tunes, den du ja inzwischen auch ganz gut schon kennengelernt hast, das Ganze mitorganisiert hat. Und der hat eine Hymne dafür produziert. Und die gibt es hier auf dieser Webseite, die ich gleich dann auch bei dem Song unten im Scroll eingeblendet habe, den Link, gibt es eine komplette Single zum Download. Und da spiele ich eben die Hymne zur Amiga Ruhrpott Convention 2023 und das Ganze ist am Samstag dermaßen gut gelaufen. Wir waren schon 5 Tage vorher ausverkauft, haben total positive Resonanz bekommen, dass wir schon den Termin fürs nächste Jahr haben. Also nächstes Jahr im Mai wird es wieder eine Amiga Ruhrpott Convention geben und davon also gleich den die Hymne quasi, das Theme. Und danach hören wir, und jetzt kommt ein Zungenbrecher, den Mark Corono Minas Puyado. Das okay. ist ein Produzent, der macht Jazz, der macht Soundtracks, der macht Klassik, alles Mögliche. Und der hat einen Titel gemacht, der nennt sich Emotional Interstellar Journey. Passt auch ganz gut heute Abend rein. Das sind wieder etwas über 7 Minuten. Und dann geht's weiter mit Hexenwerk. Also bis gleich, Leute. Bis gleich. Im Quantumtunnel unterwegs und nichts zu tun? Verse Night und eure Zeit vergeht wie im Flug.
Ihr seid bei der Verse Night mit Astro Sam und Mitch van Heiden. Informationen und Musik über Star Citizen und Squadron 42. Jeden zweiten Dienstag im Monat. Und da sind wir im dritten Talkblock heute Abend. Und ihr Lieben, wir hatten so ein paar kleine technische Störungen. Und wenn ich zwischendurch noch ein Video sehe, was Probleme macht, wundert euch nicht, wenn ich das dann einfach mal on the fly auswechsle und es dann hier kurz irgendwie blinkt und ein anderes Video läuft. So, ihr Lieben, kommen wir zum Hexenwerk. Ja, vielleicht nochmal vorweg, frage.versnight.net, seid ihr auf Bar Citizens und auf Citizens Cons und so weiter dabei? Ist das euer Ding? Sagt ihr euch, naja, aber ich habe irgendwie nie Zeit oder ist das so gar nicht euers? Surft dahin, votet, frage.versnight.net und ja, im fünften und letzten Talkblock werden wir dann mal gucken, wo eure Präferenzen liegen. Gerade mit Mr. Blackbones bei uns, haben getalkt, haben ihn kennengelernt und jetzt werden wir in die dunkelsten Geheimnisse von Hexenwerk eintauchen. Bist du schon ein bisschen nervös, Hex? Nein. Ich? Scheiße. Community, wenn ihr Fragen habt, auf jeden Fall haut raus in den Chat, wenn ihr Hex schon immer mal irgendwas fragen wolltet, welche Haarfarbe er hat oder was er am liebsten zum Mittag isst oder so, haut raus, heute kriegt ihr eure Antworten. Wenn ihr das heute nicht fragt, werdet ihr nie wieder eine Antwort kriegen. So läuft das hier. Hex, schön, dass du da bist. Wie gesagt, ich habe ja schon auch mitbekommen, oder nein, ich habe dir mitgeteilt, wie wir überhaupt zueinander, miteinander in Kontakt gekommen sind, nämlich weil mein Sohn ein totaler Fan von dir ist und der kann heute, er hat sich total auf die Versnight gefreut und kann nicht hier dabei sein, weil er morgen seine Abschlussprüfung hat und um 7:30 in der Schule sein muss. auf jeden Fall, ja, dann habe ich bei dir reingeguckt und dachte, das ist ja ein witziger Typ, den muss ich doch mal irgendwie in die Versnight einladen und mal kennenlernen. Und mit dabei ist heute dein Kumpel Hefcon, Hef. Verratet mir jetzt mal, weil ich, also Hefcon kenne ich nun gar nicht. Wie arbeitet ihr zusammen? Habt ihr jeder einzeln ein Stream? Arbeitet ihr zusammen im Stream? Wer seid ihr? Was macht ihr da? Bringt mich mal kurz so ein bisschen auf die Schiene. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wirklich eine Ehre. Dankeschön. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage, die du da stellst. Vielleicht kann ich ein bisschen beantworten. Weißt du, ich mache jetzt so einen kurzen Umriss, ganz kurz in 20 Sekunden. Und ich glaube, daraus kann sich der weitere Gesprächsverlauf auch rausheben. Ich habe irgendwann mal angefangen auf YouTube, weil ich was bei Star Citizen entdeckt habe, wie ein Video dazu zu machen. Und es kam an und ich fand es cool und habe es immer weitergemacht. Und dann habe ich irgendwann mal den Twitch-Kanal auch angeschaltet. Und dann hatte ich sehr stark in den ersten Streams mit 1 bis 2 Zuschauern. Einer davon war der Hefcon, der andere wahrscheinlich ich. und hab ganz sehr viel cool gesagt, hey, ich liebe das, was jetzt hier passiert. Und ich habe ganz transparent und offen gesprochen und habe gesagt, wenn ihr aber Tipps habt, wie ich das besser machen kann, schreibt mir das. Und dann hat der Hefcon mir geschrieben, wollen wir mal kurz quatschen. Und dann hatte mir, weil Hefcon für mich wirklich, und ich glaube nicht nur für mich, ein Experte ist, nicht nur um Star Citizen herum, sondern das wird jetzt zu weit führen. Aber er hat mir ein paar grundlegende Sachen zugeworfen und ich habe sie dann genommen, für mich irgendwie umgewandelt und habe dann weitergemacht. Und dann waren es 2, 4, 6, 8, 10 Zuschauer. Naja, und jetzt, ich glaube, wir werden uns dann dem Ganzen annähern. Das heißt, ich habe es irgendwie gemacht. Hefcon hat mich irgendwie entdeckt. Ich sage immer so, ich lag in der Gosse von Twitch. Und dann hat er mich quasi aufgesammelt und gesagt, pass auf, Junge, du hast Talent. Wir machen mal was draus. So ungefähr, ja. Okay, das heißt, Hefcon ist eigentlich die graue Eminenz. Oh, kann man so sagen. Der Hefcon hat schon viele Namen. Aber vielleicht magst du deinen Blickwinkel sagen, Hefcon. I don't know. Ja, also der Mann im Hintergrund trifft schon ganz gut, glaube ich. Mhm. Aber was wichtig ist, ist, wir beide arbeiten zusammen und inspirieren uns, glaube ich, gegenseitig. Und natürlich ist der Hex der vorne dran steht, der die Entscheidungen trifft. Und ich stehe jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut. Und ich glaube, das, was wir machen, ist nicht ganz so falsch und den Leuten gefällt es und das ist schön. Hm.
Macht Spaß. Ja, interessant. Dich haben wir dann nachher im vierten Talkblock. Dann werden wir dich nochmal näher kennenlernen. Da bin ich dann mal gespannt drauf, auf deine Historie. Aber jetzt wollen wir erstmal noch den Hex ein bisschen kitzeln. Also, du sagst, du bist erst bei YouTube gewesen und bist dann so zu Twitch rübergegangen, aber ganz von vorne angefangen. Ich habe schon gelernt, wir sind beide in den 70er Jahren aufgewachsen. Du hast C64 und Amiga kennengelernt. Wie bist du so zu den Computern gekommen und deine Eltern irgendwann angekommen und gesagt, hier, Hex, hast ein C64 und jetzt kannst du damit spielen? Oder wie ist das zustande gekommen? Oder hast du Geschwister, die C64 am Start hatten? Genau, letzteres. Also tatsächlich, ich will die ganze Geschichte nicht aufrollen, aber mein Bruder gefühlt drei Jahre nicht gesehen, und als ich den dann wieder sehen durfte, saß er in diesem Kinderzimmer und meinte zu mir, hallo, und ich meinte, hallo, und dann hat er sich wieder umgedreht und dann irgendwas da eingetippt und das hat sich bewegt und ich dachte so, ach du meine liebe Güte, und dann habe ich mich da hingesetzt und das war so mein Verliebtsein in C64. Mhm. Das heißt, das war mein Einstieg, und wie es damals halt üblich war, hatte man eine Box voller Disketten, man musste die Sachen selbst eintippen, und dann hatte man hier irgendwie eine fliegende Hexe, da hatte man einen Panzer, und das hat es mir total angetan. Also dieser Hexenwerk-Geschichte sozusagen zu suchen, ja? Ja, im Nachgang. Tatsächlich gab es so ein Spiel mit einer fliegenden Hexe. Das hat es mir damals sehr angetan. Da muss man rumfliegen. Und das war wie Star Citizen. Also du konntest nicht nur rumfliegen und hast geschossen, um gleich mal die Verbindung herzustellen. Du konntest auch landen und du konntest dann in so Höhlen reingehen. Und dort musstest du auch nochmal Aufträge machen. Ja, das war zur deutschen Hexenküche im Original Cauldron. Und da gibt es auf Remix für 60 Sekunden einen Remix von mir, nebenbei erwähnt. Ach, cool. Krass. Ja. Das ist ja abgefahren. Mhm. Also faszinierend, dass du das sofort am Start hast, Mitch. Unglaublich. Also da bin ich dann. Ich habe zwar auch auf dem C64 gespielt, aber da hätte ich jetzt... Hexenküche habe ich damals geliebt. Ah, okay. Da bin ich draußen. Da müsst ihr beiden jetzt miteinander drüber sprechen. Aber um das mal aufzugreifen, wie kam es zu deinem Namen Hexenwerk? Also hast du den Kanal so genannt und wird das dann dein Nickname, oder war das schon dein Nickname und der Kanal wurde dann quasi nach deinem Nickname benannt? Was war zuerst da? Ich werde es mal rausfinden, irgendwann mal tatsächlich. Aber ich kann euch nur eins sagen, wieso ich Hexenwerk überhaupt als Name genommen habe. Habe mich da damals sehr, sehr viel auch auf YouTube bewegt und umgeguckt, okay, wer ist denn da in der deutschen Landschaft? Und mir war klar, wenn ich Content mache, wird es eher deutscher Content sein. Und dann habe ich gesehen, dass viele der Namen, die ich gesehen habe, einfach so einen deutschen prägnanten Namen haben. Also, weiß ich, fällt mir jetzt beispielhaft nichts ein. Aber dann habe ich mir gesagt, hey, wenn ich jetzt einen Namen für ein Projekt mache, beim Zocken oder wie auch immer, dann sollte es irgendwie was sein, weil ich hatte immer schon Lust, nicht allein zu bleiben, sondern quasi zu partizipieren und im besten Falle quasi auch Menschen zu finden, die mit mir mitspielen oder mit mir quasi, Erlebnisse eingehen und so weiter. Und dann habe ich mich für Hexenwerk entschieden. Ich fand das irgendwie einen schönen Namen, weil das nicht einfach nur ein deutsches Wort ist, sondern ich hatte da tatsächlich mal vor Ewigkeiten sowas gehört, das ist ja kein Hexenwerk. Und dadurch, dass ich in Deutschland nicht auf die Welt gekommen bin, habe ich mir gesagt, so, was ist das denn jetzt? Mhm. Und als ich dann die Bedeutung dahinter kennengelernt habe und so, fand ich das einfach nicht nur ein stark klingendes Wort, sondern dieses, wenn etwas ein Hexenwerk ist, und das ist halt sehr, sehr komplex, aber manchmal, ja, also ich habe, glaube ich, den Namen davor gehabt, und in meinem ersten YouTube-Video habe ich mir gesagt, ich nutze das mal fürs Intro, weil das war genau auch diese Geschichte, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe. Menschen kommen ja gerne auf Content-Creator zu, wo sie zumindest irgendwie einen Wiedererkennungswert haben oder sowas, oder ein Einstellungsmerkmal. Und deshalb habe ich mich irgendwie instinktiv für Hexenwerk entschieden, ohne das weiter zu durchdenken. Für mich hat der Name einfach nur gepasst. Ja, der ist außergewöhnlich. Bei Peng ist auf jeden Fall, hast du einen richtig, richtig coolen Namen gefunden. Diesen Hut in deinem Logo, hast du den selber gezeigt? Nein, habe ich nicht.
da müsst ihr euch vorstellen, ich habe eben schon ein bisschen gestreamt, hatte den Namen und dann hatte ich eben diesen komischen Kauz, der da gesagt hat, wenn du Tipps brauchst, ich kann dir übrigens auch ein Logo machen. Und da war der Hefkon wieder im Spiel, der gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, ein Hexenwerk, eine Hütefabrik oder sowas. Ja, mach mal. Und dann hat er, oh, wenn ihr das sehen würdet, wie der erste Entwurf war. Ich war damals schon voll verliebt. Ich so, ja, geil, okay, nehme ich. Und dann kam Hef und hat gesagt so, ja, nee, das war doch einfach nur quasi ein Beispiel. Und dann kam irgendwann mal ein halbes Jahr später Iteration eben mit dem Hexenwerk gut, wie es jetzt im Moment ist. Das heißt, das ist eine Idee gewesen vom Hefcon, da einen Hut draus zu machen. Ich hatte davor einen Besen im Kopf, aber ein Besen hat nicht so schön ins Bild gepasst. Und der Hut, naja, ist halt sehr markant. Es ist ja schon ziemlich interessant, wie soll ich sagen, wie der ohne, also Hefcon ist quasi dein Backend. Leider, also ich würde so gern ja sagen, aber ihr Lieben, ich glaube, das wird im nächsten Panel dann auf jeden Fall auch noch ersichtlich. Halt, das, es wird dir, Hefcon, wird das nicht gerecht. Okay. Na, bin ich immer gespannt drauf. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Seit wann bist du jetzt mit Star Citizen verheiratet? Also wann hast du geplätscht? Wann hast du die Kreditkarte gezückt? Und wann hast du angefangen zu streamen? Das müsste es müsste 2017 gewesen sein, weil es ein Freeflight gab und ich gesagt habe, hey, Freeflight geil, kostet mich nichts, ich schau mal rein. Und da ist direkt auch was ganz Komisches passiert. Ich bin da im Bett aufgestanden, bin zur Tür gerannt, war wieder im Bett, bin aufgestanden, bin zur Tür gerannt. Dann ist der PC abgestürzt, ich habe ihn nochmal gestartet. Das, was mich mit Star Citizen verbindet, ist mein, ich will es lösen. Ich muss lösungsorientiert denken und muss wissen, ist es der PC, liegt es am Spiel, das Tüfteln. Gehört vom Spiel hatte ich von einem Kumpel, ich meine Chris Roberts ist mir mit Wing Commander und so weiter, weil ich das auch gespielt hatte und mir deshalb meinen ersten PC geholt hatte, auf jeden Fall ein Begriff. Der Punkt ist, als ich dann gehört habe von meinem Kumpel, ja, Chris Roberts macht jetzt ein Game, das heißt Star Citizen, dann hat er mir so ein bisschen erzählt und habe ich mir gedacht, ich habe keine Lust da, es klang wie Sims, ich bin im Universum und muss mich anziehen, muss meine Barbie streicheln oder keine Ahnung, nicht streicheln, sondern kämmen, aber im besten Falle waren das so die Assoziationen und mit 3.17 habe ich reingeguckt und war sofort verliebt, habe mir dann direkt nach dem sehr fatal laufenden Freeflight eine Aurora geholt mit einem Startpaket. Ja, und dann habe ich es immer weiter gezockt. Irgendwann mal dann vor 2 Jahren eben das erste Video, weil ich eine Möglichkeit gefunden habe, unheimlich viel Geld zu machen und dachte, hey, ich habe so viel in der Facebook-Gruppe schon mitbekommen. Ich habe so viel auf YouTube mitbekommen. Jetzt will ich auch meinen Teil beitragen von der Community für die Community. War sofort da und tatsächlich zum ersten Mal war ein Projekt auf YouTube so weit, dass Leute partizipiert haben. Ich habe Kommentare bekommen, die ersten Abonnenten und dann wurde ich angefixt und gesagt, es bringt den Leuten was, mir bringt es was, ich mache einfach mal weiter. Und das Streamen war dann, mitten Streamen, vielleicht nur ganz kurz umrissen, ich habe den, das war ähnlich wie bei Blackbones, ich war von Twitch insgesamt sehr angefixt und fand das Format sehr geil, diese Vorstellung, ich sitze bei mir im Zimmer und habe einen Fernsehkanal, den ich dann steuern kann über Knöpfe und andere können sich da dazuschalten, also nicht nur wie beim Radio, sondern auch visuell, das fand ich total eine spannende Komponente, weil ich total technikaffin bin, schon seit meiner Kindheit eben mit den Computern, aber auch mit Ton und Musik und so weiter. Und dann habe ich erstmal verschiedene Arten von Twitch-Streams ausprobiert. Also ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Ich habe einmal im Monat die Kiste angeschaltet und habe dann Elder Scrolls Online gespielt, habe mir eine Kapuze aufgezogen, dass ich aussah wie eine Assassine und habe das gespielt und habe geguckt, ob es mir Spaß macht oder nicht. Ja, bis ich dann irgendwann mal klar war, ich spiele doch überhaupt nichts mehr anderes mehr außer Star Citizen. Dann sollte ich vielleicht mal gucken, ob das auf Twitch funktioniert. Oh, tut mir leid, ich habe irgendwie einen Husten im Hals. Macht nichts. Du sagtest gerade, du warst schon immer sehr technikaffin. Habt ihr beide auch irgendwie einen technischen Hintergrund, irgendwas auch im Bereich Mediengestaltung oder vielleicht auch Online-Marketing oder so? Weil Hexenwerk, der Kanal ist ja ziemlich schnell groß geworden, würde ich mal sagen. Du bist jetzt auf bei YouTube, glaube ich, aber bei 1400 Abos, kann das sein? Oder noch mehr? Ja, das ist jetzt gerade in letzter Zeit gewachsen, ja.
Ja, habt ihr irgendwie einen beruflichen Hintergrund dann nochmal oder ist das einfach alles do-it-yourself vom Hobbymäßigen gekommen? Also ich glaube, Hefcon wird da auf jeden Fall nochmal quasi seinen Background erzählen dann auch. Bei mir ist es tatsächlich, ihr müsst wissen, ich habe schon nicht mit dem C64, da fand ich es total cool, dass man Sachen aus einer Zeitschrift abtippen konnte und dann hat man ein Panzerspiel auf einmal spielen können, das fand ich cool. Auf dem Amiga, Amiga war zum ersten Mal für mich ein Computer, wo ich auch, wie heißt das, Fantavision oder sowas hieß das, da konnte man Polygongrafiken anordnen und da habe ich einen Raketenstart als kleine Filmanimation, das war einfach in mir drin, ich wollte, was ich im Kopf hatte als Vorstellung, unbedingt auf den Bildschirm bringen und dann habe ich dann angefangen, den Computer recht schnell als Werkzeug zu nutzen. Es gab auch Programme, wo du eben so Spiele wie Castle Master nachbasteln konntest. Mit so Sachen habe ich immer unheimlich gerne gespielt und geguckt, was ich damit machen kann. Und das Allerschlimmste und was mich erstmal vom Gaming eine Zeit lang weggezogen hat. Ne? Ja, der Stream ist abgestürzt, läuft aber, glaube ich, wieder. Auf Twitch war er kurz weg, glaube ich, ja. Ah, okay. Gut, ich war heute kurz ist weg, der Wurm dran. Cortison reinziehen. Jetzt bin ich wieder da. Oh Gott, du Armer. Heuschnupfen. Um da vielleicht noch einen Punkt dran zu setzen. Das Allerschlimmste und Beste für mich war, dass ich einfach mal angefangen habe, mit dem Computer Musik zu machen, mit so einem 4-Tracker-Programm und so weiter. Da war ich vom Gaming erstmal ein paar Jahre weg, habe mir das erste Keyboard geholt, habe mir noch einen Sampler geholt und dann, meine Eltern haben da so viel Geld reingestopft, weil die gedacht haben, ich werde der nächste Elektromensch, keine Ahnung, der dann Musik macht und... Ja, und dann war ich erstmal ein bisschen länger aus der Gaming-Industrie. Aber das meine ich mit technikaffin. Wenn die Technik was gibt, wie jetzt zum Beispiel AI, für unser aktuellstes Bandvideo, was wir machen, habe ich mich total eingearbeitet. Wie kann man die Sachen visuell ändern und so weiter? Und dann musst du zum Teil Bilder einzeln exportieren, der AI sagen, was sie daraus machen soll, wieder importieren. Ich tüftel gerne. Ich weiß nicht, ich hab mit Asthma zu tun, also mit Allergie und irgendwie, keine Ahnung, wir hatten jetzt 3 Tage schönes Wetter und wenn ich dann viel rede, dann sind meine Bronchien wieder total die Baustelle. Ich bin heute ja 2 Minuten weiter reingerutscht und das hat mich so ein bisschen erstaunt, was du da erzählt hast, aber ich kenne den Kontext nicht. Da hast du gesagt, du wärst extrem schnell gewachsen und jetzt hast du plötzlich nicht mehr so viele Zuschauer und das hat dich dazu bewegt, das Ganze doch nicht auf eine professionelle Basis zu stellen, sondern zu streamen aus Spaß. Das ist für mich irgendwie eine ziemlich ambivalente Aussage, die du da gerade triffst. Das heißt, du würdest eigentlich ganz gerne Twitch-only machen, also hauptberuflich streamen. Auf der anderen Seite sagst du dir aber, ach nee, hat jetzt irgendwie doch nicht geklappt, ich mach doch was anderes. Was ist da gerade los? Da wollte ich nochmal neugierig sein. Da ist vielleicht der Kontext dann so ein bisschen abhanden gekommen, ja. Weil ich sag mal, diese Geschichte mit dem Aufbau des Kanals, das ziehe ich jetzt seit gut einem halben Jahr, feiere ich von Außenstehenden quasi mir eher zugetragen, als dass ich das am Anfang selbst verstanden hätte. Ich nenne mal ein Wort, was mir selbst gesagt wurde in dem Zusammenhang, wie man mich erlebt, so einen raketenhaften Start. Und man muss da dazu sagen, dieses Vorhaben, ich habe mir vor gut einem halben Jahr was in den Kopf gesetzt und habe eine Deadline auch im Kopf gehabt, wo ich sage, bis dahin kann ich jetzt Vollgas geben oder quasi, ich sag mal, meine private Situation auch bis dahin strapazieren. Da gibt es ein Agreement, wo ich gesagt habe, bis zu diesem und diesem Punkt versuche ich jetzt Vollgas zu geben und wenn es an einem bestimmten Punkt ist, mache ich da weiter oder orientiere mich dann wieder um? Und das hast du heute vielleicht auch ein bisschen gehört. Ich sag, der Punkt ist vorbei und ich hatte das Glück und den Erfolg sehr stark gepusht, auch in allerletzter Zeit vom Psychshot, dass ich dann auf einmal auf 300 Zuschauern plus war. Und das war, wenn du dir anguckst, wie lange ich Twitch mache, einfach ein wirklich, wirklich ein super krasser Punkt, an dem ich da stand. Und wenn ich an diesem Punkt jetzt weitergemacht hätte und zumindest auch die 300 Zuschauer hätten halten können, würde ich sagen, ich schaue, dass ich meine private Situation so weiter anpasse, dass ich auch diesen Zeitaspekt da reinbringen kann. Mhm. Jetzt ist es aber soweit, hier, das kann ich ja ganz offen und transparent sagen, mit meiner Frau bin ich am Punkt gekommen, wo ich gesagt, ich habe diesen Punkt erreicht, ich habe jetzt was aufgebaut, das bedeutet mir unheimlich viel, weil es ist
unheimlich spaßig ist. Mhm. Aber ich sag mal, was die Produktion von Videos, was die Zeit von der Twitch-Streaming-Zeit anbetrifft, einfach jetzt quasi das ein bisschen so, ich sag mal, an die Verantwortung, die ich sonst im Leben habe oder an die Verantwortung anpassen müssen. Das ist so ein bisschen diese Erkenntnis gewesen, denn ich würde gern Vollgas geben, auf jeden Fall. Aber da muss man ganz klar auch eine Bilanz ziehen und gucken, okay, inwieweit ist das erfolgsversprechend, inwieweit kommt es an? Du hast es sehr schön im Gespräch mit Blackbones gesagt, hast du eventuell diesen Punkt heute aus dem Twitch-Stream aufgegriffen. Ja, man kann ganz schnell hochschießen auf Twitch, man kann aber ganz schnell auch wieder bei 10, 20 Zuschauern sein oder auch bei zwei, keine Ahnung. Genau. Und vielleicht in diesem, ja, okay, sag. Es tut mir leid, dass ich mich so viel räuspern muss gerade, aber ich bin ja froh, dass ich nochmal Stimme habe. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist das so, dass du das Streamen schon mit einer gewissen Zielsetzung verfolgst, aber das, wie soll ich das denn formulieren? Du machst es zum Spaß, also weil es dir Freude bereitet auf der einen Seite, aber es ist für dich schon mit einem Ziel verbunden irgendwo. Du möchtest dich weiterentwickeln, du möchtest wachsen und du möchtest irgendwann das vielleicht als Hauptstandbein entwickeln können. Ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden? Das wäre ja, also das wäre ja ein absolut großer Traum. Und vielleicht um die Hintergründe zu verstehen, ich habe in dieser Zeit, von der ich erzählt habe, wo eben Technikaffinität zu Musik gekommen, dann bin ich auch zu Theater, Schauspielerei, zu Regie, zu Dramaturgie gekommen. Ach. Das heißt, ich habe neben Gastronomieerfahrung, ich habe das Pech oder das Glück im Leben einfach von vielen Bereichen vieles gesehen zu haben. Und das, was ich weiß eines, das Twitch-Streamen, ich fühle mich absolut in meinem Element. Ich bin hier an der Schaltfläche, diese ganzen Stimmen und sonstiges, was ich da im Moment auch viel experimentiere, sind einfach sehr viele Sachen und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist mir klar geworden aus dem, was wir im Vorhinein von der Sendung heute, was du auch so geschrieben hast, wie es auf dich wirkt. Für mich ist es sowieso ein riesen Work in Progress und ein riesiges Experiment, aber in einer absoluten Wohlfühlzone. Also quasi, ich kann hier meine musikalischen Geschichten einbringen, kann für meine Streams selbst Musik komponieren. Ich habe Tontechnik-Erfahrung aus der Band eben. Ich bin auch Singen. Das heißt, ich habe über Jahrzehnte auch ein Tonstudio gehabt. Das kann ich einbringen. Ich kann meine Theatererfahrungen einbringen. Und ich sag mal, diese ganzen Rollen, die ich in meinem Leben spielen durfte, die haben auch was mit mir gemacht. Deshalb, es ist im Moment, ich sag mal so, wie eine Waschmaschine und manchmal hat man so das Gefühl, sie stoppt und man sieht und man kann mich greifen, aber ich kann mich ja selber nicht greifen. Ich weiß nur, dass es eben eine Waschmaschine ist und ich bin selbst sehr gespannt, was da an Ideen kommen und das Allerschlimmste ist, Star Citizen bringt mich um den Verstand, weil es in mir eine Kreativitätskette losgelöst hat und eine Assoziationskette. Und ich glaub dann, der Hefcon ist ja auch so, das werdet ihr auch gleich hören, wir haben viel mehr Ideen, man müsste sich fünfmal aufteilen und da fünf Menschen draus machen, habe ich das Gefühl, um alles verfolgen zu können. Also ist im Moment der Fokus eben Fokus und das andere ist auch, und das ist das Anfangsthema, aber auch, ja, jetzt so ein bisschen diesen Push da herauszunehmen. Das heißt, ich habe bis zu einem gewissen Punkt geguckt, wie weit ich pushen kann mit allen Erlernten. Mhm. Und ich habe mich auch für die Band ganz stark mit Social Media auseinandergesetzt, mit Werbung, Filmschnitt. Oh Gott, ich habe Hochzeiten gefilmt. Wisst ihr also so, ich habe einfach viele Bereiche gemacht. Und irgendwie sieht man das gleichzeitig bei Hexenwerk. Das allerhöchste Bestreben ist bei mir, wenn die Menschen bei mir einschalten, sie sollen Star Citizen sehen, sie sollen sich unterhalten fühlen und vor allem, wenn es ihnen nicht so gut geht, sollen sie, und das hat Blackbones, finde ich, auch sehr stark herausgehoben. Ich war sehr oft in meinem Leben einsam und allein und ich glaube, dass jeder, der in diesem Gefühl ist, das ist mir ein Herzensanliegen, der im Stream ist, der da herausgeht und dann hat ein Lächeln oder sagt, oh je, da ist noch einer noch schlimmer als ich oder sonstiges. Das ist ja interessant, was du erzählst. Das heißt, du bist vor 2 Jahren, hast du gesagt, mit dem Streamen gestartet, ne? Mit dem Streamen, mit dem Vorhaben zu sagen, Twitch-Stream war das jetzt Anfang Oktober letztes Jahr. So richtig Anfang Oktober erst, ja, genau. Krass,
Das heißt, wir haben jetzt Mai, du hast ja in einem halben Jahr, ja, etwas mehr als einem halben Jahr, 1500 Zuschauer aufgebaut. Das ist ja schon ziemlich heftig. Deine Experimente, von denen du erzählt hast, das hat dann auch mit diesen komischen Stimmen zu tun, die du da dann einsetzt, nehme ich mal an. Das habe ich überhaupt nicht durchdrungen. Was ist dein Sendekonzept? Mhm. Erklär mir das bitte mal. Der ich irgendwie, wie gesagt, alt und autistisch veranlagt bin und da vielleicht nicht so richtig hinterblicke, was da läuft bei dir. Du machst eben Dinge anders als andere Streamer. Und wie gesagt, dadurch hast du sicherlich auch eine große Fanbase, aber ich habe es nicht verstanden. Also jetzt, wie gesagt, erklär mir bitte mal, was du da machst. Und das ist aber auch wirklich eines der wichtigsten Feedbacks, was ich in der letzten Zeit erhalten habe, weil du musst wissen, ich glaube, ich habe viele Zuschauer, die mich von Anfang an begleitet haben oder die zumindest gewisse Iterationen mitbekommen haben. Und für jemanden, der ganz neu einsteigt, ist das so ein bisschen, was zum Hut ist das denn? Ne? Mhm. Auch diese Sprache, die ich da aufgebaut habe um den Hut, das kam mehr oder weniger zufällig. Mein Konzept ist, den Stream anzuschmeißen, Star Citizen in den Vordergrund zu stellen. Wenn jetzt gerade was nicht läuft, auch quasi zu gucken, wie kann ich sonst entertainen, und dann hat sich eben angeboten, ganz offen und transparent mit den Menschen zu sprechen, wo ich gerade bin und auch mal zu fragen, wie es ihnen geht. Aber grundsätzlich musst du wissen, diese Stimme, die du jetzt ansprichst, ich habe einfach in einem YouTube-Video, ich wollte anderen Menschen im Internet, die auf mein YouTube-Video stoßen, zeigen, was Star Citizen für mich besonders macht. Und dann habe ich gesagt, die wichtigste Mission oder die imposanteste oder atmosphärischste für mich ist so eine Investigation. Du fliegst irgendwo hin, landest und du suchst und guckst und du hast immer das Gefühl, dass vielleicht von hinten irgendwas angeschlichen kommen könnte oder es landet ein anderer Spieler. Einfach unheimlich gut bei den Investigation-Missionen, dass die oft irgendwie in 3-4 verschiedenen Sparten aufgemacht werden. Blacks, Identifikation von verschiedenen Menschen, die Identifikation von einem. Und das heißt, das ist ein Erlebnis sowieso gewesen bei Star Citizen, als ich das erste Mal gefühlt habe, ich bin nicht allein. Ich bin also dort und es kann ein Raumschiff landen oder wie auch immer. Und ich habe in diesem YouTube-Video einfach diesen Missionstypen hervorgehoben und damit ich den Leuten erklären oder zusammenfassen kann, was ich an Fantasie da drin habe, habe ich auf einmal diese Gedankenstimme reingenommen, die eigentlich eine Funkstimme hätte sein sollen. Es soll wie so ein Helm klingen. Ja. Und dann habe ich in dieser Gedankenstimme sowas gesagt wie, hey Jackson, alles klar, ich glaube, da ist einer hinter uns. Und dann halt quasi mit dieser schauspielerischen Stimme da etwas reingesprochen, um diese Spannung, die ich bei Star Citizen empfinde, den Leuten zu transportieren. Das hat dann tatsächlich, aufgrund von meiner Tontechnik-Affinität, habe ich mir irgendwann mal gesagt, Moment, ich kann doch bei OBS einen Filter reinmachen auf die Stimme und kann dazwischen umswitchen. Dann habe ich angefangen, damit herumzuspielen. Mhm. Und du musst wissen, zum einen wurde daraus auf einmal eine Rolle, wo ich einen Koch gespielt habe. Ich bin eigentlich nur Koch. Und ich habe zwei Leute, die mit mir mitkommen. Ich koche ihnen immer wieder ein Süppchen. Aber naja, ich habe das Gefühl, ich bin für sie der Kapitän. Ich habe dann angefangen, damit zu spielen. Und das hat sich so weit entwickelt, dass ich in der Gedankenstimme jetzt auch anfange zu gucken, dass ich die Sachen, die im Chat vorkommen oder wie auch immer, anfange vorzulesen. Ich experimentiere damit noch ein bisschen, habe eine Idee, was es werden soll, aber es ist bei weitem noch nicht fertig. Und ich glaube, wenn du mich fragst, ist es der Prozess, dass ich die Leute in diesen Entscheidungs- und Entwicklungsprozess mit reinnehme, was es denn eigentlich werden soll. Open Development, Leute. Open Development. Genau. Es das heißt, Iterationen, ja. Das habe ich, wie gesagt, das habe ich überhaupt nicht begriffen, warum da plötzlich irgendeine Funkstimme irgendwas erzählt, was irgendwie völlig aus dem Kontext gerissen ist, und das hat mich verwirrt, das habe ich irgendwie nicht begriffen. Aber das ist gar keine Funkstimme, sondern es sollen deine Gedanken sein, ja, die du gerade hast. Oder habe ich das falsch verstanden? Genau. Okay. Genau. Das war nicht mein Vorhaben. Ja. Also anders umschrieben könnte man vielleicht gerade genau, also das, was andere denken würden in der Situation, wenn jetzt auch jemand im Chat was schreibt oder so, dann greift das Hex quasi mit der Gedankenstimme auf und macht dann zum Beispiel noch einen Witz drüber. Oder, aber er sollte das nicht hören, sagt er dann in der Gedankenstimme. Aber er sagt es natürlich, die Leute hören es natürlich, aber er sagt es halt mit der Gedankenstimme. Es ist auch so ein bisschen dieses vierte Element, die vierte Wand. Du musst dir eins vorstellen, an dem Punkt war es schon und in die Richtung will ich es auch nochmal treiben. Ich bin mit 3-4 Leuten unterwegs und die haben auch einen Namen, die Zuschauer wissen, wer das ist, die sind Teil der Crew.
und dann machen sie irgendeinen Schwachsinn. Der eine erzählt viel zu viel und dann sage ich, der und der konnte nicht auf den Punkt kommen, aber ich traute mir nicht, ihm das ins Gesicht zu sagen. Ich musste meinen Mut zusammenfassen und es machen. Und dann sage ich, du Rufus, vielleicht kannst du doch mal ganz kurz, also das ist eine potenzielle Möglichkeit, in die ich mir eigentlich das gewünscht habe, aber es ist immer noch am Entstehen und es zieht sich zu. Und wieso spricht er dann im Perfekt und nicht im Präsens? Weil ich noch sehr viel experimentiere eben da damit. Oh. Aber, also... Die Vergangenheitsform kommt ist, ja eigentlich ne, von, ja. Von deinen Logbucheinträgen. Ja, das gibt's auch. Oh je, oh Gott, jetzt ist es eh schon. Wenn man fragt, was macht Hexenwerk aus? Zu vieles, leider. Und das ist tatsächlich, wie ich dir auch gesagt habe, aus deinem Feedback habe ich mir auch noch mal konkreter gemacht. Ich muss da mehr Fokus reinbringen, weil eigentlich auch wieder nicht, weil eigentlich sind viele Menschen da, die sagen, wir lieben dein Chaos. Mm. Aber ich selber, ich liebe mein Chaos nicht. Ich liebe eher die Ordnung. Ja, also wie gesagt, ich bin halt jemand, der von außen reinkommt. Ich bin vielleicht auch nicht der typische Twitch-Zuschauer, aber ich hatte massive Schwierigkeiten zu verstehen, was du mir gerade vermitteln willst. Also wenn ich einem Twitcher zugucke, dann versuche ich zu verstehen, was der da gerade macht oder was er uns vielleicht gerade vermitteln will. Das ist so mein Ansatz, einfach um dem folgen zu können. Aber das ist mir bei dir einfach nicht gelungen, weil ich nicht verstanden habe. Also ich habe verstanden, du spielst und dann kam plötzlich diese komische Stimme, die überhaupt keinen Kontext gebildet hat zu dem, was, also für mich als steigender Zuschauer, was dort gerade passiert. Und ja, und ich bin dann immer aus meinem, wie soll ich das beschreiben? Nehmen wir mal einen Film. Ich gucke einen Film, habe meine Lieblingsfigur. Lieblingsfigur ist der Twitcher oder Hauptfigur. Und dann kommt eine rote Hochzeit und meine Hauptfigur wird gekillt. Und dann sitze ich da und bin erstmal so, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist meine Hauptfigur weg. Und so ähnlich kommt mir das halt vor, wenn ich dann plötzlich diese Stimme habe und denke, ja, wo ist denn jetzt plötzlich meine Hauptfigur hin? So irgendwie das, da weiß ich noch nicht so richtig, ob das anderen auch so geht. Oder wie gesagt, du sagst ja, deine Community liebt dein Chaos. Also wie gesagt, dann ist es ja super. Aber die Frage ist, ob man es vielleicht durch Einblendungen, wie jetzt hier in der Verse Night oder so, vielleicht irgendwie noch so ein bisschen visualisieren könnte, dass irgendjemand anders spricht oder so. Dann kann ich mir das vorstellen, dass man vielleicht einen leichter Zugang dazu kriegt, wenn man sagt, so jetzt ist gerade das Tagebuch am Sprechen oder Tagebucheintrag und jetzt ist gerade irgendwas anderes am Sprechen, Rüdiger zum Beispiel. Aber du hast gerade voll eine Steilvorlage gegeben und passend zu dem, was Doc Ock im Chat geschrieben hat, es ist eigentlich wie im Nachhinein erzählt. Also sprich, als würdest du einen Film gucken, nehmen wir als Beispiel Titanic, die alte Frau am Anfang, die den ganzen Film erzählt. Und das greift es, glaube ich, auch tatsächlich ganz gut. Deshalb auch die Formulierungen. Weil man kann, wenn man das anschaut, den Kommentar gab es ja vor einer Weile auch, es fühlt sich an wie ein Film gucken und einer erzählt einen Film. Ah, okay. Also ich glaube, vielleicht nur zum Verständnis, Astro, du warst jetzt irgendwie ein, zwei Mal dabei und der Punkt ist also, oder du hast diese Stimme nur ein, zwei Mal mitbekommen. Mhm. Du musst also bei mir ist es so, ich habe super Streams und sehr gute Streams. Und dann habe ich auch natürlich die anderen. Das heißt, da habe ich eventuell, und da gebe ich dir vollkommen recht, da habe ich wieder ein Experiment versucht mit etwas, was sich vielleicht schon etabliert hat. Und von daher, das, was der Hefcon gesagt hat, das war bisher das Ziel. Das wurde sehr stark bedient, aber es hat noch keine Konsistenz. Und da bin ich tatsächlich Work in Progress, einfach da dabei zu gucken, okay, was passt mir? Mit was kann ich vor allem gut spielen? Weil das ist ja alles improvisiert. Das heißt, ich suche für mich eine Wohlfühlzone, wo ich sagen kann, und wenn ich das jetzt mache, hat es immer Hand und Fuß. Und deshalb kann ich vollkommen nachvollziehen, dass es für dich keine Hand und Fuß hat. Denn ich frag dich, hast du ein
Stream von mir gesehen, wo ich auf einmal mit der Crew beim Bunker gelandet bin, vier Kameras anschalte, in Funkstimme gehe und eine andere Musik anschalte. Das ist das, was die Leute auch zum Beispiel, das ist einfach währenddessen auch entstanden. Ich mache auf einmal mitten im Stream, erzähle ich nicht mehr über Star Citizen, sondern es fängt eine filmische Ebene an und wir sind im Bunker und ich bin am Atmen und ich sage, okay, alles klar, geh du mal vor, ich halte mich hier hin. Und alles mit Funkstimme, mit Spannungsmusik im Hintergrund und vor allem Einblendungen von verschiedenen Perspektiven von den Leuten, die gerade mitkommen. So, okay. Also das ist, ich persönlich habe das Ziel, dass ich sage, diese Formate trenne ich noch besser. Dass man weiß, am Dienstag gibt's das, am Mittwoch das oder am Donnerstag das oder wenn zumindest im Stream der und der Name steht, dann wissen die Leute, die schalten jetzt gerade heute in dieses eher filmische Erlebnis ein. Heute gibt es ein Q&A und morgen das und das. Das ist ein Riesenmanko, wo ich, man wird betriebsblind, weiß ich, kennt ja wahrscheinlich jeder, ne? Genau. Ja, absolut. Du sprichst mit Mr. Betriebsblind. deswegen ist es halt immer wichtig, eine Community zu haben und sich Feedback zu hören. Also ich mache das mit meinen Videos auch. Ich habe da ein paar Quality Gates und da ist einer mit dabei, der sagt mir immer schonungslos, was er gerade ziemlich scheiße findet. Aber das tut weh auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es schmerzt mich nicht, weil ich super dankbar bin, dass mir jemand sagt, was ich gerade hier für Scheiße gebaut habe, damit ich das dann noch korrigieren kann, bevor es dann übers nächste Quality Gate geht. Und trotzdem kommt manchmal in der Community ein Video an, was einfach, wo ich mich hinterher ärgere und denke, ah, da hätte ich noch dies und das und jenes machen können. Insofern, ich glaube, Creator sein ist eben auch das ständige Hinterfragen, das ständige Verbessern und auch sich über Feedback Gedanken machen und gucken, wie man sich verbessern kann. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, aber ich glaube schon, für jemanden Neuen wie mich, der dazu kommt, ist es schon echt hilfreich, wenn man zumindest irgendwie ein Thema verorten kann. So, aber ich hätte jetzt keinen Lösungsvorschlag. Das ist ja letzten Endes mein eigenes Kastendenken, dass ich in deinen sehr kreativen Stream nicht zurechtgekommen bin. Aber vielleicht schaffe ich das ja zukünftig, wenn ich mal wieder bei dir reinschaue, das jetzt zu verstehen, was da gerade passiert. Ich finde es auf jeden Fall total faszinierend, dass du so dann in die verschiedenen Rollen einsteigen kannst. Und das machst du ad hoc. Du hast kein Skript oder so. Du gehst einfach rein, ne? Ja, im besten Falle bekomme ich eine Steilvorlage oder das Spiel gibt es mir dann auch her. Und viele haben echt zeitlang gedacht, dass es echt nur ein Audioeffekt ist, aber tatsächlich ist es auch ein Umsteigen. Also quasi ich verfremde meine Stimme über... Du wechselst die Rolle. Ne. Also es ist einfach nur wirklich ein anderes Sprachregister, in das man reinspricht. Es ist... Ein anderes Tempo unter anderem auch, genau. Schaffst du das R dann zu unterdrücken, was du ja sehr rollst? Das müsste ich mal ausprobieren. Ich glaube, es ist immer noch so stark. Nein, kaum noch. Oh mein Gott, dann sollte ich ja nur noch okay, so sprechen. Ja, spannend. Also okay, ich habe, das hat mir einen völlig neuen Einblick gegeben, wie ich dich sehen kann als Streamer. Und ich habe das noch nie so selber gesehen, dass jemand sagt, ey, ich habe hier mein eigenes Fernsehstudio, ich bin mein eigener Produzent, mein eigener Regisseur, ich bin mein eigener Schauspieler, Haupteck, meine eigene Marketingmaschinerie und ich liebe es einfach nur. So sehe ich dich jetzt quasi so als das Fulltime 100 Personen in einer Fernsehstudio. Habe ich das richtig verstanden? Ja, tatsächlich. Und das mache ich ja jetzt nicht nur mit Twitch. Das war, du sagst mir etwas, wo ich sage, ich habe früher auch die Hochzeitsfotografie gemacht und gleichzeitig den Hochzeitsfilm gedreht, geschnitten und so weiter. Mhm. Ja, also ich mache immer weiter, was ich immer gemacht habe. Oh je. Ja, das ist ja gut. Das zeichnet dich ja aus. Und wer weiß, wo deine Reise dann hingeht. Auf jeden Fall. Hut ab, wenn ich das so sagen darf. Das ist ungefähr... Darf ich vielleicht nochmal ganz kurz... Ja.
Ganz kurz noch, Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, aber tatsächlich, ich hätte nie gedacht, weißt du, diese Star Citizen Community ist eine Community, die, ich sag mal, jetzt nicht berühmt, berüchtigt dafür ist, dass sie, ich sag mal, so ein Clown, ein Harlekin irgendwie gut findet und klar findet mich nicht jeder gut, damit komme ich klar, aber ich hätte nie gedacht, dass ich Akzeptanz von dieser sehr, ich sag mal, auf andere Themen fokussierten Star Citizen Community bekomme und da bin ich mehr als baff, dass diese sehr offenen, herzlichen Menschen auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen auch ein Hut für mich haben. Ja, weil du eben experimentierst und andere Dinge ausprobierst als andere Streamer. Also ich würde mal sagen, dass viele Streamer machen halt immer relativ vergleichbare Sachen, würde ich genauso machen. Und du bist halt jemand, der voller kreativer Ideen steckt und wahrscheinlich gar nicht weiß, wie er die ganzen kreativen Ideen irgendwie unterbringen kann und vor allen Dingen dann auch noch irgendwie so strukturieren, dass man ihnen folgen kann. Aber ich finde das total spannend, wie du sagst oder es beschreibst, dass das einfach dein Experimentierbaukasten ist und deine perfekte Vorstellung eines privaten Fernsehstudios, in dem du einfach tun lassen kannst, was du willst und deine Rollen spielen und gucken, wo dich deine Reise hinführt. Und wie gesagt, wenn ich sehe, es ist etwas mehr als ein halbes Jahr vergangen und du hast ja mal eben 1500 Zuschauer zusammengesammelt, was ich gerade sagte, Respekt, das ist eine ganz, ganz große Leistung und da, wenn du jetzt einfach am Ball bleibst, hast ja selber gesagt, es gibt mal Auf und Abs, aber solange die Tendenz nach oben bleibt und das wird sie bleiben, wenn du weiterhin so kreativ bist und anders bist als die anderen, sag ich mal, dann denke ich, wünsche ich dir viel, viel, viel Erfolg auf deiner Streaming-Reise, denn den wirst du definitiv haben. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Also finde ich extrem spannend. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, bei uns zu sein. Es war ein hochspannendes Gespräch. Danke, Astro, danke schön. Und auch danke, Mitch. Und vor allem auch danke, Hefcon. Mit Hefcon sprechen wir gleich, Mitch. Ich würde sagen, jetzt gehen wir nochmal in die nächste Musik rein. Genau, es ist ja nicht nur das Streaming, was der Hex macht, sondern auch ein Podcast, weshalb ich dann gesagt habe, da müssen wir den Hefcon auch noch mit dazu nehmen heute. Und da machen wir gleich nach dem nächsten Musikblock weiter. Aber erstmal geht's in den Quantum-Tunnel und da hören wir einen Retro-Remix. Heißt, war im Original ein Commodore 64-Spiel, Goatlight, und davon hören wir die Musik geremixed von Wobbler. Ist ein ziemlich cooler Remix geworden. Und dann gibt es noch Onyx für euch mit I Miss You, ist ein Musiker aus Frankreich, der unter Creative Commons auf Soundcloud zum Beispiel veröffentlicht. Und das Ganze sind ungefähr 9 Minuten. Dann geht's hier weiter mit dem nächsten Talkblock. Bis gleich. Und jetzt gibt es den Dance-Track des Monats. Es geht ab in den Quantum-Tunnel.
alles rund um Star Citizen. Musik, Fakten und ab und zu auch mal einen Blick in die Glaskugel. Verse Night. Von Februar bis Dezember. Jeden zweiten Dienstag im Monat. Verse-Night.net. Und da sind wir im vierten Zungengulasch. Ich fange nochmal an. Da sind wir im vierten Talkblock, ihr Lieben. Wir haben uns gerade auch schon ganz angeregt unterhalten. Auch, dass in letzter Zeit wieder viele neue Leute in die Community hinzugekommen sind. Nicht nur gamingmäßig, sondern eben auch Content Creator, Streamer, YouTuber und so weiter und so fort. Und da machen wir doch jetzt mal mit dem Hefcon weiter direkt. Im Prinzip machen wir mit euch beiden weiter. Hefcon, du bist der graue Eminenz, haben wir schon festgestellt, im Hintergrund beim Hex. Wie ist dazu gekommen? Was machst du beim Hex? Also angefangen hat es, wie er vorhin beschrieben hat, dass wir einfach ins Gespräch gegangen sind und ich habe da ab und zu so ein Helfersyndrom, nenne ich es jetzt mal, dass wenn ich sehe, dass man halt mit zwei, drei einfachen Handgriffen irgendwie was machen kann, dann gebe ich das Feedback gerne weiter. Und konstruktive Kritik ist, glaube ich, das Zauberwort. Und ich habe früher schon mit dem DAOS ein paar Sachen gemacht und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Dann war wieder eine Zeit lang Funkstille und dann sind wir wieder ins Gespräch gekommen und dann haben wir gesagt, ja gut, wir können ja mal so, keine Ahnung, ab und zu, wenn es sich mal ergibt, können wir mal quatschen. Und inzwischen reden wir fast täglich. Also es wird immer mehr und immer länger, aber es ist produktiv, würde ich sagen. Okay. Was machst du jetzt genau? Du sagst es gerade, wenn du jetzt anfängst, deinen Background zu erzählen, dann wird das ein kompletter Lebenslauf. wo unterstützt du den Hex jetzt? Machst du Grafiken oder gibst du ihm einfach nur Tipps? Mach mal ein Video darüber, mach mal ein Tutorial oder mach beim Roleplay mal das und das? Oder wie schaut das aus? Ja. Grafiksachen mache ich sehr gerne. Für mich ist es so ein Ausgleich zum Alltag. Ich komme eigentlich aus dem Bereich Market-Event-Management und war schon viel auf Messen unterwegs, für bekannte Firmen unter anderem auch. Und ja, für mich ist es so ein Ausgleich irgendwie. Ich glaube, beim Hex und bei mir ist es so ein bisschen wie NASA und SpaceX. Wir finden es beide cool, wenn wir auf den Mond kommen, aber wir haben unterschiedliche Ansätze. Und ich würde es halt 8 Jahre durchplanen und es würde nichts passieren, weil es bleibt beim Plan. Und ich erzähle Schritt 1 und der Hex sagt, gut, probiere ich. ja, das kann ich mir vorstellen. So. Und das funktioniert aber ganz gut, vom Gefühl her. Ja, und dann haben wir halt angefangen, auch Thema Discord zum Beispiel, dann hat man halt mal gesagt, okay, die Discord-Geschichte, da muss man irgendwie einen Platz bieten für die Community. Und dann habe ich halt mal geguckt, dass man Discord hat. Und vielleicht dazu, Entschuldigung. Hex, du hast vorhin erwähnt, von wegen Instagram und sowas, diese ganzen sozialen Medien. Macht ihr das dann auch in Personalunion? Also, oder teilt euch das? Das macht er selber. Das macht er selber. Da halte ich mich raus. Also ihr könnt euch das auch so vorstellen, weil das wird auch, ich sag mal, wenn wir uns 2 Stunden nehmen würden, würde all das, wo Hefcon irgendwie mitwirkt oder irgendwas mal angeregt hat oder auch was gemacht hat, das kriegt man nicht alles unter einen Hut gefühlt. Aber ich glaube, ein Beispiel ist, wir haben sehr schnell zusammen diesen Punkt bekommen, nach diesem halben Jahr Funkstille, wo ich dann gesagt habe, ey, das Hut-Logo fand ich geil, soll ich das nehmen, kann ich das nehmen? Und dann haben wir angefangen, wie gesagt, öfter miteinander zu sprechen. Mhm. Und daraus ist recht schnell nicht nur eine Freundschaft erwachsen, sondern auch tatsächlich, was uns sehr stark verbindet, ist, dass wir beide einfach die ganze Zeit assoziieren. Wir haben ständig Ideen und so weiter. So. Und was ich aber, also das heißt, ich habe Hefcon viel zugehört und sage, ja, cool, kann ich machen, wenn ich 3 Leben hätte. Schön.
aber ich habe hier noch was. Das heißt, an und für sich bespreche ich, und das ist schon länger so, fast alles, was ich vorhabe, nicht alles, aber fast alles, was ich vorhabe, einfach mit Hefcon und sag hier, pass auf, ich habe das und das als Idee. Und oder noch wichtiger, ich habe das und das und das vor, aber da komme ich gerade nicht weiter. Und Helfershündrum, hast du gesagt, Moment. Und dann ruft der Hefcon nach einer halben Stunde an oder wie auch immer und sagt, du kannst das, das, das. Ich so, ah, okay. Und dann sind sofort Ideen, ihr kennt das vielleicht, Kreativität entsteht auch alleine, aber für mich die bessere Kreativität entsteht im Miteinander. Und das haben wir ganz, ganz stark. Wir spielen uns die ganze Zeit Ideen und Gedanken zu und machen die zusammen und vieles davon ist eben Teil von Hexenwerk geworden auch, ja. Also doch ein Hexenwerk. Wie sagst du immer, bring mal deinen Satz. Es ist zwar sehr, sehr komplex, aber... Das Citizen ist zwar sehr, sehr komplex, aber kein Hexenwerk. Genau. Also ich würde wagen, dem zu widersprechen, aber... und was ist das für ein Podcast, den Mitch erwähnt hat? Ja, das war tatsächlich aus der Not heraus ist falsch. Aber es war einfach das Thema, dass wir immer wieder darüber gesprochen haben, was es so Neues gibt. Und jetzt vielleicht zu meinem Spielhintergrund an sich, das ist dafür relevant. Ich war nie der große Gamer. Noch nie eigentlich. Ich habe früher hauptsächlich Rennspiele gespielt. Dann hatte ich so eine Gran Turismo-Phase. Weil Autos sind eigentlich so mein Ding. Und ich hatte früher so diese Wunschvorstellung, Knight Rider. Ich war früher Knight Rider-Fan, okay? Ich oute mich jetzt als Knight Rider-Fan. Und es gab dann irgendwann dieses Knight Rider-Computerspiel, was der größte Rotz war überhaupt, aber egal. und dann habe ich mir so gedacht, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich wirklich rumlaufen könnte, so wie bei GTA. Aber ich kann halt auch im Auto einsteigen und rumfahren und ich kann halt alles machen. Und ich bin Weltraumfan. Das kommt noch dazu. Und dann kam auf einmal irgendwann Kerbal Space Program. So. Und bei Kerbal Space Program dachte ich mir so, okay, ich kann jetzt zwar auch ein bisschen rumlaufen, aber ich kann vor allem bauen. Ich kann mich ausleben, ich kann konstruieren, ich kann planen, ich kann Sachen durchdenken. Für mich ist das der perfekte Ausgleich zum Alltag. Mein Hirn muss beschäftigt sein, aber dadurch, dass ich es anderweitig beschäftige, ist alles vom Alltag halt weg. Ja. Und so habe ich dann da eine kleine Community entdeckt und irgendwann kam Star Citizen auf den Plan und dann kamen die Kindheitsträume. Ich hatte die Erinnerungen an das Knight Rider Game und dachte so, ja gut, ja, das ist eigentlich Knight Rider im Weltraum, nur geiler. Und von da an war dann Kerbal Space Program so ein bisschen ein Nebenschauplatz geworden und ja, dann war es Star Citizen und inzwischen ist es halt immer noch Star Citizen und es wird auch sehr lange vermutlich noch Star Citizen bleiben und mich fasziniert zum einen die Technologie dahinter, mich fasziniert das Geschäftsmodell, mich fasziniert die Community und wie viele, also ich glaube, da kann man fast jeden hier fragen, man geht als Anfänger ins Spiel rein und fragt im Chat irgendwas und einem wird geholfen. Hm. Irgendeiner kommt, zeigt sein Schiff, erklärt einem was. Also man wird so herzlich aufgenommen. Und da war für mich dann halt einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich beschäftige mich so viel damit. Mich interessiert, was kommt an neuen Sachen raus? Wie ist die Entwicklung? Und im Gespräch mit dem Hex kam dann halt immer wieder dieses Thema auf. Ja, was gibt's denn Neues? Ja, da kommt das und das Warum war zum Beispiel auch eine Podcast-Folge, wie funktioniert eigentlich Regeneration? Ja. Mhm. Und dann haben wir dieses Thema mal aufgegriffen und dann habe ich es ihm versucht zu erklären. Und dann dachte ich irgendwann so, naja, das könnte man doch eigentlich in einen Podcast packen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du das machen willst, mach ich mit. So ungefähr. Und ja, jetzt haben wir einen Podcast. Wie sehr ist der geskriptet und wie viel ist davon quasi spontan? Also wie strukturiert ihr das Ganze? Setzt ihr euch da vorher 5 Minuten vorher zusammen und geht das durch? Oder habt ihr da so ein Sheet, was ihr vielleicht Tage vorher schon erarbeitet? Also angefangen hat das Ganze so, dass ich die Folge im Prinzip vorbereitet habe und wir uns nur ein Einstiegsgag sozusagen überlegt haben. Der Rest ist einfach nur Unterhaltung tatsächlich. Also entsteht aus der Situation.
Es ist dann aber so geworden, dass wir uns so viel ausgetauscht haben, dass das zu einem sehr großen, Zeitfresser ist falsch formuliert, aber es hat schon viel Zeit in Anspruch genommen, weshalb wir jetzt auch den Schritt gegangen sind, zu sagen, wir nehmen YouTube raus, wir machen nur noch die Tonspur und wenn wir Gäste haben, wir hatten ja jetzt vor einer Weile den Gooks da zum Beispiel, diese Spezialfolgen, die kommen dann auch auf YouTube. Aber es war einfach schwierig, die Tonspur zu bearbeiten, dass das alles fertig ist und dann das Video noch rendern. Dann wollten wir diesen coolen Effekt dazu haben. Und das ist alles Zeit, wo einen einschränkt in dem spontanen Handeln, sage ich jetzt mal. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wir gehen auf einen 2-Wochen-Turnus, nur noch alle 2 Wochen freitags eine neue Folge rauskommt, auch nur auf der Tonspur. Und gehen auch zurück zu dem, weil wir eben so viele Baustellen haben, dass wir spontan drüber sprechen, weil wir angefangen haben, es zu sehr durchzuplanen einfach. Ja? Ich kenne jetzt euren Podcast nur von YouTube. Das heißt, ihr seid auch auf Spotify, iTunes und so weiter vertreten. Apple Podcast, ja. Google Podcast, Deezer. Also wir machen das Ganze über Podigy und Podigy veröffentlicht es quasi überall sonst gleich mit. Aha, jeden Freitag eine neue Folge. Müsst ihr euch merken da draußen. Gut. Alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen, ja. Genau. Also nächsten Freitag kommt die nächste Folge. Also jetzt letzten Freitag kam eine und übernächsten kommt quasi die nächste. Ihr seid immer so bei einer halben Stunde etwas länger ungefähr? Ja, um eine halbe Stunde rum. Einfach aus dem Grund, weil ich von Anfang an gesagt habe, es gibt so viele Podcasts, die so lange gehen. Und ich für meinen Teil, ich finde es immer schade, wenn ich hergehe und sage, ich will jetzt was anhören und ich bin jetzt zum Beispiel mit dem Auto auf dem Weg ins Geschäft und habe eine halbe Stunde Zeit. Und dann muss ich unterbrechen. Dann weiß ich aber in der Mittagspause schon nicht mehr, was geredet wurde, weil es war heute Morgen. Oder andersrum. Also, egal wie, es ist immer zeitfenstertechnisch so, dass ich es unterbrechen muss. Also selten hat man ja wirklich Zeit, einen 2-Stunden-Podcast am Stück anzuhören. Und dann habe ich gesagt, lass uns vom Format her so 20 bis 30 Minuten nehmen. Wenn es mal 35 sind, okay. Aber das ist so das Zielfenster, 20 bis 30 Minuten. Einfach, dass man es kurz, knapp auf den Punkt hat, was man so zwischenrein mal hören kann. Auch wieder vor dem Hintergrund Unterhaltung natürlich ganz klar. Aber eben auch mit einer Prise Informationsgehalt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich habe mal gehört, man kann auch 3 Stunden machen, wenn man Musikpausen macht, aber bin ich mir nicht sicher. Ja, geht auch, genau. Ja, aber das war halt das Ziel, dass man es einfach so zwischenrein mal hören kann, Quint. Wie schaut das beim Hex aus mit seinen Tutorials bei YouTube? Wirst du das auch weitermachen oder sagst du jetzt, du machst hauptsächlich Livestream, Twitch? Ich konzentriere mich tatsächlich auf beide Kanäle. Vielleicht ist es aber auch noch ein spannender Punkt. Ich habe meine Kanäle immer von Anfang an so hochgezogen und das war dann tatsächlich etwas Markantes, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt einen Tipp zu transferieren habe und der geht nur 2 Minuten oder 3, dann ist es ein 3-Minuten-Video und nicht ein 8-Minuten-Video. Und wenn man sich so ein bisschen mit YouTube auseinandersetzt, gerade wenn es dann später im Partnerprogramm auch um die Monetarisierung geht und so weiter, dann ist das nicht unbedingt etwas zuträglich, vor allem nicht für den Algorithmus. Also nur ein Beispiel, machst du ein YouTube-Video von 10 Minuten und stellst es hoch, dann geht deine Viewtime im Durchschnitt irgendwie hoch und du hast eine durchschnittliche Viewtime von 6 Minuten oder sowas. Machst du dagegen dann 5 oder 6 kurze Clips von 2 Minuten danach, dann denkt YouTube als Algorithmus, so zumindest meine Wahrnehmung, die Watchtime von dir ist jetzt nur noch bei 2 Minuten oder bei 1 Minute. Das heißt, der rechnet jetzt überhaupt nicht irgendwie die Komplettanzahl vom Video prozentuell, sondern guckt einfach, wie erfolgreich waren die vorherigen Videos. Und das spielt alles damit auch zusammen, inwieweit wird es in die Timeline von den Leuten gespült, die sich vielleicht dafür interessieren. Und daher, also als Hefcon auf mich zukam und meinte, Podcast fand ich geil, cool, eine super Idee, passt aber nicht so zu mir, weil ich kann gar nicht so viel über die Expertise um Star Citizen herum, wo ich der Meinung bin, dass du, Hefcon, sie einfach total krass hast. Und vielleicht nochmal einen ganz kurzen Punkt. Ich dachte, bevor ich mit dem Stream angefangen habe, dass ich über Star Citizen eine Menge weiß, über die Community und auch über dich, Hefcon, und über alle anderen, die ich dann immer weiter und mehr kennengelernt habe, habe ich festgestellt, ich weiß gar nichts.
Und deshalb haben wir uns bei diesem Podcast-Format so stark darauf geeinigt, dass ich weiterhin die Rolle spiele wie in den Twitch-Streams. Ich bin halt derjenige, die Twitch-Streams von mir leben davon, dass ich sage, die Expertise ist im Kommunikationskanal. Und da haben sehr viele Menschen diesen Helfer-Syndrom oder dieses und unterstützen mich eben, wenn ich meinen Content verpasst habe, wenn ich meine Informationen verpasst habe. Und deshalb ja auf YouTube, ich bleibe weiter bei den Tipps und Tricks, ich bleibe weiter bei lustigen, unterhaltsamen Dingen. Und auch zwischenzeitlich Zusammenfassung bzw. Missionsübersetzung. Das ist auch so eine Leidenschaft von mir. Viele Menschen haben geschrieben, ah, ist das nicht, ich will da gar nicht rein, das ist alles auf Englisch. Wo ich sage, hey, dann schau doch bei Hexenwerk vorbei, da hast du sehr viele Missionsbeschreibungen einfach übersetzt und vertont. Ich bleib da, das ist einfach 50% von dem Content, was ich machen möchte. Mhm. Hefkam, bist du eigentlich auch abseits des Podcasts noch bei Hexenwerk mit unterwegs, im Stream mal oder bei irgendwelchen Tutorial-Videos? Hört man dich da auch mal? Im Stream ist meistens bei mir das Problem, dass wenn der Hexi streamt, ich meistens im Geschäft bin. Das kollidiert da leider. Aber wenn wir irgendwelche Aktionen auf dem Discord starten oder so, dann gucke ich schon immer, dass ich es auch irgendwie einrichten kann. Wir haben zum Beispiel Sonntagmorgens seit kurzem das Frühshoppen, wo man sich quasi einfach ab 9 trifft und jeder kann dazukommen, entweder nur auf Discord im Sprachkanal oder auch in-game. Und da versuche ich natürlich schon möglichst viel auch dabei zu sein in den Tutorial-Videos und so weiter. Das ist Hexi-Science und das passt. Und da reden wir im Hintergrund. Wo ich zu hören bin, ist eigentlich primär wirklich nur der Podcast und auf Discord. Okay. Ja, finde ich eine super Sache. Ich habe euch beide am meisten, glaube ich, kennengelernt durch die Podcasts. Den Hexi ein bisschen durch seine YouTube-Tutorial-Videos. Und mir ist da auch wirklich die Kinnlade runtergegangen, wie schnell dein Kanal da gewachsen ist. Und freut mich, dass ihr beide heute hier seid, gewesen seid und noch seid. Danke auch nochmal an der Stelle, dass wir hier sein dürfen. Ja. Na, sehr gerne. Astro, hast du noch was? Nö. ich bin gerade, du weißt das, immer vierte Talkblock. Fange ich an abzuschalten geistig. Nee, ich fand das eine total spannende Geschichte und auch, dass ihr zu zweit unterwegs seid. Das ist Gold wert. Also das ist gar nicht aufzuwiegen. Ich wünschte mir manchmal, ich mache ja nur die YouTube-Videos und habe meine Stimme Hamburg und habe ein Hörbuchportal und ich wünschte mir manchmal jemanden, der im Hintergrund einfach nur meine sozialen Medien irgendwie befeuert oder mir sagt, du musst mal dies oder dies oder dies machen. Da sind wir auch wieder beim Thema Zeit und beim Thema Betriebsblindheit und ich kann einfach nur sagen, das, was ihr da macht, das ist richtig, richtig geil, dass ihr euch beiden gefunden habt. Das ist eine extrem coole Sache und dass ihr euch gegenseitig eben auch so befeuert, sage ich mal, mit euren kreativen Ideen, mit euren Ansätzen und so weiter und eben auch der Aufgabenteilung. Das ist schon echt der Hammer. Das ist richtig, richtig cool. Hat also Vor- und Nachteile. wenn man zum Beispiel sagt, hey, wir telefonieren mal 5 Minuten auf der Zigarette, das funktioniert sehr selten. Da kannst du noch eine 0 hinten dranhängen, ne? Das reicht nicht. Eskaliert immer meistens relativ schnell. Ja. Wobei ich dann auch wieder einfach denke, boah, wenn ich sehe, was ihr für Zeit da reinhaut. Meine Frau wird die Kündigung einreichen, hätte ich fast gesagt. Wird die Scheidung einreichen, Sonntagmorgens früh shoppen. Nee. wobei man da sagen muss, also ohne Witz, das kam eigentlich, also es war weder Hexis Idee, noch war es meine Idee. Es kam wirklich aus der Community heraus, dass die einfach gesagt haben, Sonntagmorgens. Aber ist auch verheiratet, ne? Wie ist das mit dir, Hefcon? Ich nicht. Ich bin zwar vergeben, aber nicht verheiratet. Ja, okay, aber ihr lebt, okay, sagen wir mal so, anders formuliert, ihr lebt beiden in Beziehungen. Meine Beziehung, wie gesagt, meine bessere Hälfte, würde mir die Tür weisen, wenn ich Sonntagmorgens sagen würde, oh, ich muss es immer früh shoppen um 9. Das ist relativ simpel, weil meine dreht sich nochmal um und pennt nochmal. Ja. Mir ist das Gleiche. Ach so, ja, wir haben aber ja Familienfrühstück. Also nur mal ganz kurz zu diesem Frühshoppen da auf Gott. Dazu muss ich, das ist die größte Verwunderung. Ich glaube selbst nicht,
nicht, wie die Kanäle gewachsen sind, aber wir haben jetzt vor kurzem für mich, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja nicht viel, aber wir haben auf dem Discord 600 Leute und das Krasse ist, ich glaube, was bei den Leuten sehr gut ankommt, dass ich sage, ich bin keine Orga, ihr könnt euch immer wohlfühlen, ihr könnt auch, wenn ihr eine Orga seid, kurz mal reinhüpfen, mal mit uns in eine Mission fliegen, keine Verpflichtung, ich habe immer diesen Spruch, alles kann, nichts muss. Hm. Und da, ich bin nicht jeden Sonntag da dabei, das könnte ich auch überhaupt nicht, aber da sind Freundschaften entstanden auch und das ist für mich so cool. Hm. Alles ohne Zwang, ne? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das verstehen manche auch nicht, dass so ein, das hatte ich bei mir auf dem Discord-Server anfangs, dass die Leute sich beschwert haben, dass es hier ja nur gar nicht so um Star Citizen gehen würde, weil ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es noch Foren gab, in denen man sich über Gott und die Welt unterhalten hat. Und deswegen gibt es bei mir eben auch einen Kanal, wo man einfach nur schreibt oder Bilder postet, wo es einfach um nichts geht, einfach nur so Talk und zwangloses Miteinander. Und das finde ich total wichtig und geht heute hier auch und da auch echt mal verloren. Ne? Also dieses, dass man immer fokussiert sein muss und immer Ziele erreichen will und einfach mal vergisst, dass man auch einfach mal locker auf einen Tee oder auf einen Kaffee zusammensitzen und schreiben oder talken kann oder so. Insofern, ja, das ist genau richtig. Witzig, bin ich voll bei dir. Weil wir haben neulich, haben Hex und ich tatsächlich das Thema gehabt, wo ich zu ihm gesagt habe, hey, hättest du nicht mal Bock, einfach, dass wir zweimal wieder spielen? Einfach nur spielen. Ja. Ja. Ja, weil irgendwie macht man immer irgendwas und es kommt dann, wir reden zwar auch viel privat, klar, aber ja, das Zusammenspielen, das, da müssen wir noch ein bisschen üben. Das müssen wir wieder aufrollen, ja. Ja. Einfach mal eine gute Zeit zusammen verbringen. Deswegen streamen Mitch und ich die Verse Night, dass wir einmal im Monat die Gelegenheit haben, einfach mal zusammen Zeit zu verbringen. Okay, meistens haben wir Gäste dabei, aber hey. Die sind nur Deko. Das ist die Deko. Genau. Sehr schön. Dann und? Möchte ich nochmal auf die Frage hinweisen. Frage.versenight.net. Wer noch nicht mitgemacht hat, jetzt hinsurfen, draufklicken, mitmachen. Die Fahrt geht gleich los und nach dem nächsten Musikblock schauen wir uns dann mal an, wie ihr gewotet habt in Richtung der Community-Veranstaltungen. Also frage.versenight.net. Schnell hin, euer Häkchen setzen. Ihr habt noch knapp 8 Minuten Zeit, denn etwas weniger als 8 Minuten dauert jetzt der 4. Musikblock und den sage ich jetzt mal ganz kurz an. Da hören wir einmal Schildtopia mit Deep Sky und danach Stammgast bei uns in der Verse Night, den Timo Klangfeld. Der hat seine eigene Webseite, einfach mal nach googeln oder eben bei myonmusic.de gucken. Da hören wir von ihm The End is Coming. Da hat er fast recht, denn gleich gibt es den 5. Talkblock und dann sind wir auch schon fast wieder durch mit der Verse Night heute. Aber wir haben eben noch ein bisschen was. Bis gleich also. Verse Night, jeden zweiten Dienstag im Monat.
einschalten und abschalten.
Und da sind wir wieder zurück, ihr Lieben, im fünften Talkblock. Der Hexenwerk hat sich gerade aus dem Teamspeak bei uns hier schon verabschiedet. Der hat seine bessere Hälfte im Rücken quasi und möchte nicht mehr so laut reden, ist aber noch im Chat da, wie er gesagt hat. Ne? Kannst ja mal vielleicht im Chat ein kurzes Hallo nochmal schreiben. Ja, Astro, gucken wir uns die Frage des Monats an, ne? das Ergebnis. Genau. Ja. Ich mach mal Stopp und geh mal rüber. So, wir haben 87 Votes und 16,1% sagen, sie haben kein Interesse. Genauso viele würden gerne, können aber leider nicht. Wenn es sich ergibt, Preis und Entfernung und so weiter, stimmen über die Hälfte, 51,7%. Das ist der Hexenwerk, schreibt nochmal ein Smiley. 13,8% versuchen da zu sein, wenn es im Umfeld ist und 2,3% scheuen weder Weg noch Kosten. Ich guck mal eben, ob ich das Ganze mal... Warte mal eben hier. Safe. So. Ich mach mal die richtigen Zahlen. Also 14 Personen haben kein Interesse, beziehungsweise 14 Personen würden gerne, können aber nicht, aus gesundheitlichen Gründen, Beruf, was auch immer. 45, wenn es sich ergibt, wenn es im Umfeld ist, 12 und 2 sind auf jeden Fall immer da. Mhm. Wunderbar. Dann sind das die zwei, die auch auf jeden Fall am 10.06. beim Basilis im Ruhrpott sind. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel das Blaue auch angewählt. Ich glaube, das ist auch ein ganz maßgeblicher Punkt, weil ich glaube, bei einer CitizenCon wäre das was anderes. Da sind, glaube ich, die Leute, das ist ja sowas Besonderes, auch bereit, dann eben über Preis oder Entfernung hinwegzusehen. Aber bei solchen Community-Events, also Beispiel, ne, Bar Citizen findet in Köln statt oder meinetwegen in Frankfurt oder München oder so, das ist für mich einfach eine riesige Entfernung. Und nur um da 2 Stunden lang ein paar Leute zu treffen, fahre ich da nicht hin für so ein Bar Citizen. Das ist einfach echt zu weit. Insofern war es zu erwarten, denke ich, dass hier der Großteil sich versammeln wird. Mhm. Also Berlin zum Beispiel, ich habe gesagt, eher so, wenn mal ein Bar Citizen in Berlin stattfinden sollte, wieder im Sommer, dann würde ich da, glaube ich, schon hinfahren, wenn es passt. Aber es wäre für dich zum Beispiel jetzt wieder, es wäre ja einmal quer durch Deutschland. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da hinfahren würdest, ehrlich gesagt. Und wenn ich noch irgendwas anderes da in der Ecke vorhätte, ne? Aber eben nur für ein so ein Event machen welche, aber ist schon heftig. Ne? Wir hatten jetzt am Samstag bei der Amiga Ruhrpott Convention 2 aus Berlin, die uns donnerstags angeschrieben hatten, haben gesagt, sie haben Zugticket, sie haben sich ein Hotelzimmer organisiert, aber haben jetzt mitgekriegt, dass es ausverkauft ist, sie haben kein Ticket für die Convention selber. Also den haben wir dann noch quasi eine Tageskarte, so eine Tageskasse irgendwie noch organisiert, obwohl es eigentlich ausverkauft war. Da habe ich mir auch schon gedacht, Respekt, ne? Also es gibt wirklich Leute, die nehmen hunderte Kilometer auf sich für ein paar Stunden. Ne? Also. Ich glaube, dass das mit der Frage auch ein Riesenunterschied ist, ob es ein Bar Citizen ist oder sowas wie die Con 42. Weil bei der Con 42 zum Beispiel war für mich auch klar, ich fahre dahin, ich nehme ein Hotelzimmer und das wird cool. Punkt. Und ein Bar Citizen, das ist halt dann nur abends im Normalfall. Das heißt, man geht quasi essen und was trinken. Zeitfenster vielleicht 5-6 Stunden maximal. Und dann ist natürlich eine weite Fahrtstrecke was anderes, wie wenn der Tag quasi beginnt. Jetzt bei mir im Hexi war es zum Beispiel so, wir waren dann am nächsten Tag noch entspannt frühstücken, haben dann noch gefachsimpelt über diverse Dinge und sind dann halt wieder heimgefahren. Das heißt, wir haben das Praktische mit dem Vergnügen quasi verbunden. Mhm. Mhm. Und ich freue mich mega, dass ich dort war. Also wenn es die Möglichkeit gibt, ich meine, natürlich auch nochmal was anderes mit einem Panel und so, wo Devs dabei sind. Aber ich finde, es ist ein Riesenunterschied, ob es ein reines Bar Citizen ist, in Form von wir gehen essen und trinken noch was. Oder wir sitzen halt 2-3 Stunden zusammen. Oder ob es wirklich ein Tagesevent ist. Ja, und auch bei den Bar Citizens gibt es Unterschiede. Ne? Ob jetzt
Leute von CRG dabei sind oder nicht. Ne? Und wie du schon sagtest, es gibt einige Bass Citizens, die fangen erst abends um 7 an. Jetzt hier, das im Ruhrgebiet, wir fangen nachmittags um 2 an. Das ist auch nochmal ein Unterschied, wer da überhaupt da ist, glaube ich. Das ist bestimmt auch ein Punkt, der bei so einer Entscheidung mit einfließt. Ganz klar. Im Großen und Ganzen interessant. Was mich jetzt am meisten gewundert hat, sind die 14 Leute, die sagen, ich habe generell kein Interesse. Ich bleibe an meinem Computer sitzen und fliege lieber an Ständen rum. So ungefähr. Ja, ich glaube, aber das liegt auch daran, wenn jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich habe 3-4 Leute, also es ist jetzt konstruiertes Beispiel, 3-4 Leute, mit denen spiele ich immer. Und mir macht das mega Spaß und ich konsumiere Content von Star Citizen. Aber diese Leute wohnen alle verstreut. Und jetzt ist irgendein Event, wo ich weit fahren müsste, wo andere weit fahren müssten, aber die anderen kommen nicht. Und ich bin dann da alleine. Ich glaube, dass das für viele ein Punkt ist, was ein großer Hemmungsfaktor ist. Weil wenn jetzt, keine Ahnung, mein Nachbar spielt mit, wie gesagt, konstruiert, mein Kumpel spielt mit und wir sagen jetzt, wir treffen uns dann noch mit 5 anderen und wir fahren zu dritt dahin, dann ist das, glaube ich, was ganz anderes, wie dieses alleine hinfahren, wenn man noch keinen kennt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das auf jeden Fall. Ich kann jedem nur empfehlen, geht einfach mal hin. Man findet heutzutage kaum so schnell Anschluss wie auf dem Bass Citizen. Auch wenn man selber nicht irgendwie was mit Content oder so zu tun hat, ist einfach geile Stimmung und geile Leute. Wenn was in der Nähe ist, fahrt hin. Und wenn nichts in der Nähe ist, organisiert selber was. Das ist so mein Fazit dazu. Gut, ihr Lieben. Sollen wir zum Abschluss kommen? Ja. So langsam mal. Wir haben 10:45. War wieder eine sehr schöne, aufregende Verse Night. Bisschen mit Störung zwischendurch, aber das haben wir dann Gott sei Dank wieder hingekriegt. Das heißt, die Aufzeichnung werde ich dann morgen nochmal neu zusammenschneiden müssen und als gesondertes Video wieder hochladen müssen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich für uns, weil das, was ihr jetzt schon geliked habt, dann leider weg ist. Denkt dran, wenn ihr uns auf YouTube in der Aufzeichnung schaut, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, das hilft uns weiter. Und natürlich immer rund empfehlen in eurer Bubble, in eurer Orga, in eurem Freundeskreis, wo auch immer. Dass es hier die Verse Night gibt und dass es sich lohnt, da mal einzuschalten und reinzuhören. Und natürlich gibt es uns auch als Podcast. So, das war der Werbeblock. So viel dazu. Schön. Schön, dass ihr dabei wart. Hat wieder Spaß gemacht. Die nächste Verse Night gibt es am 13.06. Wen haben wir da dabei? Sollen wir verraten? Noch nicht. Es gibt einen Trailer. Genau. Es ist noch nicht alles in Sack und Tüten, aber wenn das klappt, wird es spannend, aber wir halten uns da nochmal bedeckt. Alles klar. Zum Abschluss habe ich noch einen Song wieder für euch. Wieder nur einen, weil der 8,5 Minuten lang ist, das reicht. Da hören wir den Jörg Dankert. Das ist ein Musiker, der in den letzten, ich sag mal so 15 Monaten sehr, sehr aktiv auf Bandcamp war, teilweise 1-2 Alben pro Monat veröffentlicht hat, immer sehr chillig und von dem hören wir Dark Knight und ansonsten haben wir jetzt eigentlich alles durch. Also liebe Leute, ich sag nochmal danke, dass ihr dabei wart, nicht vergessen, Daumen hoch, abonnieren und so weiter und so fort und dann bis zum nächsten Mal. Alles klar, dann bis zum Juni und danke an Hexenwerk und Hef, dass ihr hier gewesen seid. War super. Genau. Danke nochmal, dass wir da sein durften. Also, bis dann. Schöne Nacht. Gute Nacht und tschüss. Tschüss. Verse Night. Talk und Musik mit Astro Sam und Mitch van Heiden. Im Livestream und als Podcast. www.versenight.net.
Das war die Verse Night. Wir sagen Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Thanks again, Station. See you next time.